WDR 1. Sie hören Sport und Musik. Tore, Punkte, Meisterschaft. Am Mikrofon Kurt Brumme. Soweit, so gut. Und wir wollen dann gleich den Tag, wir sind übrigens immer noch fröhlich zu Ihrer Orientierung. In 2 Stunden ist alles vorbei, das muss ich nochmal sagen. Wir freuen uns richtig darauf, was gleich alles passiert. Gestern ist schon was passiert. Rot-Weiß Essen schlug Uerdingen 05 mit 1:0 und Wattenscheid schlug Schwarz-Weiß Essen mit 4:0 in der 2. Fußball-Bundesliga Gruppe Nord. Und im Süden unterlag Augsburg Karlsruhe mit 2:3. So, das haben wir jetzt von dem Tisch weg. Wir gehen zur Roten Laterne nach St. Pauli. St. Pauli spielt ja heute im Volksparkstadion, wie Sie wissen. Das ist dann wahrscheinlich doch von recht ansehnlichem Publikum bevölkert, nehme ich an. Und das möchte ich jetzt von Günter Maletzko erfahren. Und auch, ob die St. Paulianer denn nun wirklich vorhaben, den Kölnern die Meisterschaft noch zu verbeuteln. Nun, Kurt Brumme, wir sind im Hamburger Stadion. Zu diesem Zeitpunkt etwa 20.000 bis 25.000 Zuschauer. Der Tabellenletzte gegen den Spitzenreiter, wirklich 2 ungleiche Gegner. Dennoch, die verhöhnten und oft ausgelachten St. Pauli-Spieler wollen mit einem Sensationsergebnis in der Bundesliga Abschied nehmen. Und sie haben sich auf dieses Spiel in dieser Woche noch einmal sehr konzentriert vorbereitet. Nun soll also ausgerechnet der hohe Favorit 1. FC Köln aufs Kreuz gelegt werden. Doch daran kann ich einfach nicht glauben. Nur ein Sieg aus den letzten 17 Spielen. Der große Vorteil für die Kölner Mannschaft liegt darin, dass die Elf bei einem Sieg selbst alles klar machen kann. Dann ist der Titel gesichert. Hennes Weisweiler wünscht sich daher auch keinen glanzvollen Sieg. Ihm genügt ein knapper Erfolg. Etwa 10.000 Zuschauer oder Fans besser gesagt aus Köln sollen hier im Hamburger Stadion dabei sein. Genaue Zahlen gibt es nicht, um bei einem Sieg über den Absteiger nach 1962 und 64 die dritte deutsche Meisterschaft mit Köln zu feiern. Auch die Mannschaftsleitung hat vorsichtshalber den Hotelaufenthalt hier in der Hansestadt verlängert. Heute Abend soll einmal richtig auf die Pauke gehauen werden. Schließlich wird man nicht jeden Tag deutscher Meister. Auch ich tendiere für eine deutsche Meisterschaft für den 1. FC Köln. Das Team ist unter Hennes Weisweiler disziplinierter, cleverer, selbstbewusster, vor allen Dingen auch nervenstärker geworden. Das Launische, das Unberechenbare früherer Zeiten ist in den letzten beiden Jahren verschwunden. Es wäre also für diese Mannschaft des 1. FC Köln und besonders natürlich für die Profis schade, dass man ausgerechnet am letzten Tag die Meisterschaft verspielte. Seit dem 13. Spieltag ist Köln vorne, davor schon 2-mal, also insgesamt 24 Mal Tabellenführer. Heute müsste es eigentlich klappen. Das ist meine Vorschau aus dem Stadion. Zurück ins Funkhaus. Ich darf Ihnen noch einmal die Tabellensituation vor Ihr Auge rufen.
und in Ihr Ohr vor allen Dingen. 81-41 Tore, der 1. FC Köln, 46-20 Punkte. 74-44 Tore, Borussia Mönchengladbach, 46-20 Punkte. Also beide Mannschaften Brust an Brust und 7 Punkte dahinter erst der Tabellendritte. Wie war das eigentlich voriges Jahr? In der Saison 76-77 entschied sich die deutsche Fußballmeisterschaft zugunsten von Borussia Mönchengladbach auch erst am letzten Spieltag. Da führte zwar Gladbach mit 43-23 vor Schalke 04 mit 41-25, aber hätte Gladbach dann in München verloren, es spielte 2-2, wäre Schalke, das mit 4-2 gegen Dortmund gewann, deutscher Fußballmeister geworden. 44-24, 43-25 waren also die Punkte am Schluss. Dieses Mal wäre man also mit 44-24 mit der Meisterschaftspunktzahl des vergangenen Jahres noch nicht einmal Tabellenzweiter geworden. Das nur am Rande und das für diejenigen, die in der Statistik sich auskennen und auch das wahrscheinlich schon nachgerechnet haben. Ich möchte jetzt einmal, fast hätte ich gesagt, am Bökelberg nachfragen, wie es aussieht. Der Bökelberg liegt ja in Düsseldorf, wie Sie wissen, seit einiger Zeit, und zwar im Rheinstadion. Dort spielt also Borussia Mönchengladbach heute im letzten schweren Spiel gegen Borussia Dortmund. Und das auch noch ohne Bonhoff, Herr Ribbert Fassbinder. Ohne Rainer Bonhoff, bei dem man noch nicht genau weiß, ob es sich lediglich um eine Muskelzerrung oder sogar um einen Muskelfaserriss handelt. Die Relevanz dieser Feststellung liegt einfach darin, dass der Heilungsprozess bei einem Faserriss entsprechend länger dauert. Dann muss Rainer Bonhoff mit einer 6-wöchigen Pause rechnen. Und das könnte bedeuten, dass sogar seine Argentinien-Pläne und vor allen Dingen die des Bundestrainers Helmut Schön über den Haufen geworfen werden. Aber bleiben wir zunächst beim Naheliegenden. Für Rainer Bonhoff spielt nicht, wie verschiedentlich gemeldet, Winfried Schäfer. Der sitzt zusammen mit Schäfer und Lienen als Feldspieler auf der Bank, sondern Herbert Wimmer. Herbert Wimmer in seinem mutmaßlich letzten Meisterschaftsspiel für den fünfmaligen deutschen Fußballmeister Borussia Mönchengladbach. 36 Länderspiele, 12 Jahre am Bökelberg tätig. Einer der wertvollsten Spieler im Team der Mönchengladbacher, ganz zweifellos. Und sicherlich auch das letzte Spiel von Jürgen Wittkamp, der Libero, der 1971 kam und der demnächst bei den Amateuren in Erkenschwick weiter Fußball spielen wird. Doch das sind im Moment nur wehmütige Randbemerkungen. Für Mönchengladbach kommt es hier darauf an, zu siegen und dann mit einem Auge nach Hamburg zu schielen oder mit einem Ohr zu hören. Ich habe in den Vorschauberichten in den Zeitungen noch nie so oft das Wort Radio gelesen, dass die Kölner Fans, die nicht mitreisen konnten, am Radio hängen und die Mönchengladbacher natürlich in erster Linie an dem Bericht aus Hamburg und so weiter und so weiter. Ich hoffe also nicht, dass uns einer hier den Vorwurf macht, wir würden letztlich noch die Meisterschaft beeinflussen, denn über Beeinflussung ist ja genug diskutiert worden. Im Moment verlassen die Mönchengladbacher nach dem Aufwärmtraining, das ist bei diesen frühlingshaften Temperaturen auch noch nötig gewesen, den Rasen. Gleich in 7 Minuten geht es los. Dann wird Schiedsrichter Biversi anpfeifen, der, wie Sie wissen, nach Argentinien zur Weltmeisterschaft fährt. Ob er wirklich der beste deutsche Schiedsrichter ist oder nur deswegen nominiert wurde, weil er wieder DFB-Präsident aus dem Saarland kommt, überlasse ich Ihnen, meine Damen und Herren, und gebe aus dem Rheinstadion, in dem im Moment 30.000 Zuschauer sind, zurück ins Funkhaus. Thank you.
Wenn alles so bliebe, wie es jetzt ist, dann würden folgende Plätze für die einzelnen Europapokale vergeben. Der 1. FC Köln würde im Meisterpokal spielen, Borussia Mönchengladbach würde im UEFA Cup spielen, Fortuna Düsseldorf würde als Vertreter der Bundesrepublik im Pokal der Pokalsieger spielen, da ja der 1. FC Köln Pokalsieger ist und den Meistercup wählen würde und müsste, wenn er heute deutscher Meister wird oder würde. Hertha BSC Berlin, der VfB Stuttgart und der MSV Duisburg würden alle drei am UEFA Cup teilnehmen. Würde jedoch Borussia Mönchengladbach deutscher Fußballmeister, nehmen sie am Meistercup teil, der 1. FC Köln am Pokalsieger Cup und Fortuna Düsseldorf und die anderen genannten Vereine alle im UEFA Cup. Das ist also die Situation, die auch noch nicht ganz geklärt ist. Schalke 04 könnte nur noch ganz bedingt eingreifen in den UEFA Cup, auf einen Platz kommen. Eintracht Frankfurt ist die Mannschaft, die nach Duisburg die meisten Aussichten hat, weil der Torabstand, die Tordifferenz die beste ist mit 57-52. Und dann der 1. FC Kaiserslautern, der aber schon ein negatives Torverhältnis von 59-63 hat. Fragen wir also noch einmal in Duisburg nach, wo der MSV Duisburg diesen begehrten 6. Platz, den er jetzt innehat, heute verteidigen will gegen den FC Schalke 04. Eine Paarung alten Namens und alter Tradition. Jochen Hageleit. Ja, der Kurzschlager am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga-Runde Duisburg gegen den FC Schalke 04. Und noch einmal ist das Stadion fast ausverkauft. 30.000 im Wedau-Stadion sind in Erwartung eines Duisburg-Erfolges. Klar, denn der MSV kann heute entscheiden, ob diese Mannschaft zum ersten Mal an diesem Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben schon gehört, Jochen Hageleit hat dummerweise eben Sprudelwasser getrunken, jetzt hat er den Schluck auf und so war das alles ein bisschen undeutlich. Im Ernst, wir haben eine kleine Leitungsstörung auf der Funkstrecke offenbar und wir machen ein paar Takte Musik und werden gleich nochmal nach Duisburg zurückgehen.
1:0, Heynckes, in der 20. Sekunde, Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Es geht los, meine Damen und Herren. So, und jetzt rufen wir natürlich gleich Hamburg und Günter Maletzko mit der Mitteilung, dass es in Düsseldorf bereits 1:0 steht, und zwar für Borussia Mönchengladbach. Heynckes hat in der 20. Sekunde Mönchengladbach den noch amtierenden deutschen Fußballmeister in Führung gebracht. Und lassen Sie mich am Rande sagen, der derzeitige Stand wäre jetzt Borussia Mönchengladbach vor 1. FC Köln. Bitte, Günter Maletzko. Ja, das war ja ein furioser Auftakt. Hier in Hamburg noch kein Tor und der 1. FC Köln spielt ganz in Rot. Der FC St. Pauli in weißer Spielkleidung. Zum letzten Mal steht also die Millantor-Mannschaft im Blickpunkt, da bekanntlich eine große Anzahl von Spieler St. Pauli verlassen will und noch keine neuen Verträge hat, will der eine oder andere natürlich durch eine gute Leistung hier aufspielen. Und das könnte natürlich auch den einen oder anderen doch beflügeln, hier noch einmal eine überdurchschnittliche Leistung zu zeigen. 0:0 der Spielstand und der 1. FC Köln greift aus der eigenen Hälfte an. Der Ball wird von Flohe abgespielt, kommt hinüber auf die rechte Seite. Dort drüben wartet Konopka, einer der schussfreudigsten Außenverteidiger, aber ist nicht angespielt worden. Kuhlmann hat den Ball am Fuß. Der 1. FC Köln recht vorsichtig in dieser Anfangsphase. Strack, der Vorstopper, dann hinaus auf die halblinke Position. Entfernung zum Tor etwa 35 Meter, Mittelstürmerposition. Dann kommt das Leder weiter zu Neumann. Neumann, Ballverlust. Und der FC St. Pauli kommt zum Gegenangriff durch Gerber. Gerber könnte hinausspielen auf die rechte Seite. Dort drüben war Blau frei, aber dann wird zurückgespielt. Und der FC St. Pauli kommt durch Beberung, dann hinaus auf die rechte Seite. Blau am Ball. Kann er durchdringen? Kann er nach innen spielen? Wird unterbunden durch Neumann und Gegenangriff des 1. FC Köln durch Herbert Zimmermann, der den Ball nach vorn treibt auf die linke Seite, wo der 1. FC Köln aber auch jetzt einen Ballverlust in Kauf nehmen muss. Gute Rettungsaktion des FC St. Pauli. Der Ball geht ins Seitenaus. Einwurf für die Domstädter. Und der 1. FC Köln in der Hälfte des FC St. Pauli. Wieder kommt der Ball zu Neumann. Neumann, der ja immer noch in einer Knieverletzung laboriert, nach diesem Spiel endlich einmal in dieser Sache etwas unternehmen will, hat den Ball am Fuß. Spielt hinüber auf die halblinke Position, halb rechts jetzt angespielt von Gohl. Ballverlust beim 1. FC Köln und Gerber. Gerber in Mittelstürmerposition gegen zwei Kölner. Und dann muss er aussteigen, hat den Ball gegen Roland Gerber verloren und der FC St. Pauli greift trotzdem weiter an. Schiedsrichter Walter aus Würzburg gibt einen Freistoß für den FC St. Pauli. Wir haben jetzt die Zuschauerzahl 28.000 im Hamburger Volksparkstadion. Etwa 10.000 Kölner mögen es sein, die mit von der Partie sind. St. Pauli führt den Ball. Ein sehr schöner Pass, kommt nach innen. Und dann in diesem Augenblick von den St. Paulianern durch den Sturz geschossen. Es bleibt hier in Hamburg beim 0:0. Ich rufe wieder das Studio. Also 0:0 in Hamburg und 1:0 in Düsseldorf, Herr Rebacht. Und zwar in der ersten Minute, so weist es die elektronische Anzeigetafel aus. Ich kann es Ihnen genauer sagen, nach 29 Sekunden köpfte Jupp Heynckes sein 15. Saisontor nach einer Flanke von Herbert Wimmer, dem Mann also, der heute Nachmittag wahrscheinlich, muss man ja vorsichtig sagen, sein letztes Spiel bestreitet. Von der linken Seite hatte er sich durchgespielt, sofort nach innen geflankt und Jupp Heynckes im Rückwärtsfallen sah, dass der junge Endrolat ein bisschen zu weit vor der Linie stand und mit einem Heber bezwang er den ja nicht ganz unumstrittenen Schlussmann von Borussia Dortmund. Routinier Bertram sitzt ebenso auf der Bank wie die sogenannten Oldtimer Lippens und Held.
Das 1:0 natürlich eine prächtige Ouvertüre für 40.000 Zuschauer, die es mittlerweile im Düsseldorfer Rheinstadion sind. Sie sehen jetzt den ersten Eckball für den BVB, für Borussia Dortmund, durch Geier von der rechten Seite getreten, mit dem linken Fuß. Dicht ans Tor heran, Kleff in der Luft, hat den Ball, hat ihn fest, wird dann ein bisschen gerempelt von Wolfgang Frank, an den die Mönchengladbacher ja keine allzu guten Erinnerungen haben, aber er hat den Ball, hat ihn abgeworfen und dann kann noch einmal Werner Schneider, der Außenverteidiger der schwarz-gelben Borussen aus Dortmund, nachsetzen, aber auch er kann kein Unheil anrichten. Die Mönchengladbacher haben den Ball. Berti Vogt, 90-maliger Nationalspieler, spielt nach vorne und ich gebe nach 6,5 Minuten beim Stande von 1:0 für den deutschen Meister zurück. Ja, ich habe da ein Tor aus der zweiten Fußball-Bundesliga-Gruppe noch zu melden. Moors hat Arminia Bielefeld gegen Westfalia Herne durch Foulelfmeter nach 2 Minuten mit 1:0 in Führung gebracht. Hoffen, dass diesmal der Schlauch besser gebohrt ist. Rüber zu Jochen Hageleit. 10 Minuten sind im Duisburger Wedau-Stadion in der ersten Halbzeit gespielt. 0:0 der Spielstand und noch einmal sind 30.000 ins Wedau-Stadion gekommen. Fischer im 16-Meter-Raum, aber in diesem Augenblick gebremst von Jakobs. Der Vorstopper hat weitergegeben auf Dietz. Dietz sehr offensiv in der ersten Phase dieser Begegnung, versucht vorbeizukommen am angreifenden Abramczyk. Der hat aber den Ball ins Ausgespielt und Einwurf für die Schalke. Ausgeführt, hinausgepasst auf Abramczyk, der versucht jetzt vorbeizukommen. Dann Dietz ist vorbei, aber der Nationalverteidiger in Reihen des MSV Duisburg spielend hat faul gespielt. Und erster Freistoß für den FC Schalke 04. Ja, noch einmal sind 30.000 ins Düsseldorf.
Duisburger Wedau-Stadion gekommen. Verständlich, denn für den MSV geht es ja darum, durch einen Sieg heute über Schalke die Führung des sechsten Platzes oder die Untermauerung des sechsten Platzes vorzunehmen. Die Mannschaft hat sich ja durch einen 2:1 Erfolg in der letzten Bundesliga-Begegnung in Saarbrücken vom 9. auf den 6. Platz vorgeschoben. Und durch einen Sieg könnten sie diesen Platz halten und endlich wieder einmal an einem europäischen Pokalwettbewerb teilnehmen. 12 Minuten im Wedau-Stadion gespielt. Vor 12.000 sind noch keine Tore gefallen. Aber jetzt gibt es den zweiten Eckball für die FC Schalke 04. Den wollen wir uns anschauen. Rüssmann, Kopfball am Tor vorbei. Zurück ins Funkhaus. Aber in Tor hinein in Düsseldorf. Wenn der Jupp Heynckes so weitermacht, dann kann er vielleicht noch die beiden Müllers im Wettbewerb um die Torjägerkrone einholen. Naja, das ist ein bisschen übertrieben, aber immerhin hat er in der 11. Minute das 2:0 erzielt. Sein zweites Tor in diesem Spiel und das 15. in dieser Saison. Und sofort haben die Borussen den Mittelanstoß, die Mönchengladbacher Borussen, wohlgemerkt, der Dortmunder wieder abgefangen. Flanke von Wimmer nach innen. Und ich möchte in diesem Zusammenhang einmal an ein 11:0 erinnern, mit dem Borussia Mönchengladbach den FC Schalke 04 bezwang. Also ganz unmöglich ist gar nichts, denn jetzt fällt das 3:0 durch Nielsen. Diesmal kam die Flanke von rechts von Kalle Del Haie, der ebenfalls in diesen Tagen einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Und der wuchtig gebaute Däne köpft, diesmal unhaltbar, für Endrulat zum 3:0 ins Dortmunder Netz. So geschehen in der 13. Minute im Düsseldorfer Rheinstadion vor 40.000 Zuschauern. Kurt Brumme, jetzt habe ich mal eine dumme Frage, weil hier alle Leute fragen und es eben einen Jubel gegeben hat. Wir waren für andere Sender tätig. Ist denn in Hamburg irgendwas passiert? Nein, ist gar nichts vorgefallen. Herbert Fassbender, ich rechne jetzt nur gerade fieberhaft aus. Das wäre also nach dem Tempo hier 9-0 in einer Halbzeit, das wären zwei Halbzeiten 18-0, da würden Sie also auch Deutscher Meister, Mächtig Gladbach. Hören Sie mal, wir wohnen beide in Köln. Ne? Danke für das Ergebnis aus Düsseldorf. Es hat ja ganz gut hingehauen, dass wir also da auch noch den dritten Treffer von Nielsen einfangen konnten. Ich wollte Ihnen noch sagen, ich ließ es schon anklingen, wir haben ja bald Argentinien vor der Tür, Fußball-Weltmeisterschaft und so. Da fährt ja von Mönchengladbach der Bonhof mit, hoffentlich hat er sich also bis dahin wieder erholt. Und da haben die Schotten einen sehr originellen Einfall gehabt. Die haben also ein U-Boot gemietet, das ist wirklich kein Scherz, und wollen mit 120 Personen nach Argentinien tauchen, nicht unter dem Pol her, und wollen da wieder auftauchen. Nur unverheiratete Pärchen dürfen nicht mittauchen. Womit also gesagt ist, dass Leute, die nicht verheiratet sind, auch nicht tauchen. Ich kann Hamburg rufen, höre ich gerade. Es ist kein Tor gefallen in Hamburg, das vorweg. Aber ich möchte jetzt Günter Maletzko ansprechen und ihm sagen, dass nach 13 Minuten in Düsseldorf die Partie 3:0 steht für Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Zwei Heynckes-Tore und einen Nielsen-Treffer haben wir hier zu melden. Was haben Sie zu sagen? Wir haben noch nichts an Toren zu melden, verehrte Hörer. Wir haben aber zu sagen, dass der FC St. Pauli in der 14. Minute durch Blau fast das 1:0 hier erzielt hätte. Der Ball rollte fast über die Linie, aber Zimmermann rettete dann im letzten Augenblick. Sodass also der FC St. Pauli bis hier sehr selbstbewusst aufspielte und auch sehr schnelle Spielzüge zeigte, während beim ersten FC Köln lediglich 3 Chancen bisher zu sehen waren und auch Schüsse. Denke ich zum Beispiel an den Schuss von Neumann, der über die Latte ging. Neumann, die vierte Sturmspitze beim ersten FC Köln. Der erste FC Köln konnte bisher noch nicht sein Spiel dem FC St. Pauli hier aufzwingen. Und zum letzten Mal will ja diese Mannschaft, wollen diese Spieler im Blickpunkt stehen. Einige benötigen noch Verträge. Es sind viele Trainer und Vereinsbosse hier in Hamburg. Und vielleicht ist das auch noch so etwas wie eine Motivation, um hier noch einmal zum Abschluss eine große Leistung zu zeigen. 0:0 der Spielstand. Abstoß vom Tor des FC St. Pauli. Torhüter Rynjo gibt in diesem Augenblick zu Demuth. Demuth, der gegen Kullmann spielt, der heute nicht die Vorstopperrolle beim FC St. Pauli einnimmt. Trainer Ferner hat mit dieser Aufgabe Sturz beauftragt. Sturz also gegen Müller und Box gegen Okudera, während auf der anderen Seite der linke Verteidiger Tuna Hansen gegen Van Gool spielt. Spiel im Mittelfeld und der FC St. Pauli jetzt auf engstem Raum. Gerber hat den Ball am Fuß gegen Neumann. Vielleicht dann doch noch weitergeben auf die halblinke Position. Fast eine schöne Kombination, die doch noch hätte abgeschlossen werden können. Aber dann kommt der erste FC Köln durch Herbert Zimmermann an den Ball. Der Ball rollt auf die Aschenbahn. Einwurf für die Rheinländer.
Einwurf für den FC St. Pauli. Der Einwurf ist ausgeführt. Alles drüben auf der rechten Seite. Der erste FC Köln ist in dieser Phase bisher noch nicht dazu übergegangen, das Spiel zu öffnen, weiträumig zu spielen, aus dem Mittelfeld heraus mit Flohe, Neumann und auch mit Kullmann. Und erneut ein Ballverlust des ersten FC Köln. Ja, ist man tatsächlich jetzt nervös geworden? Das ist die große Frage. St. Pauli greift an, drüben auf der Mittelstürmerposition, angespielt und dann kann in diesem Augenblick Roland Gerber, der Libero des ersten FC Köln, der sich heute ganz und gar auf die Deckung beschränkte, bisher jedenfalls klären. Der Ball geht drüben ins Aus. Einwurf für den FC St. Pauli in der eigenen Hälfte. Bei den Kölnern alles zu durchsichtig. Der Tabellenletzte kann es hier erkennen, kann stören, kann Zweikämpfe gewinnen und auch angreifen. Jetzt wiederum Demuth, noch in der eigenen Hälfte. Der Ball wird am Fuß geführt. Drüben erkenne ich 3, 4, 5 St. Paulianer. Kurz abgespielt und dann rollt der Ball noch nach vorn, aber in diesem Augenblick wurde Blau vom Ball getrennt und gegen Angriff des ersten FC Köln. 28.000 Zuschauer, das ist die Zahl, die wir hier erhalten haben. Etwa 10.000 mögen aus Köln dabei sein, die aber bisher noch nicht so viel von ihrer Mannschaft gesehen haben, dass man eben wirklich großen Kölner Jubel hier feststellen konnte. Ideale Wettkampfbedingungen in Hamburg. Es kommt der erste FC Köln, Van Gool, nicht platziert, nach innen geflankt. Mittelstürmer Dieter Müller, er benötigt hier immer sehr viel Raum und er konnte bisher hier in diesem Spiel gegen Sturz nicht durchkommen. Wiederum der erste FC Köln, Ballverlust, Okudera mit rechts auf das Tor und über das Tor. Es bleibt hier in Hamburg beim Spielstand von 0:0. Zurück ins Funkhaus. Ich habe hier noch ein paar Tore zu melden, die aber sichtlich im Schatten der Tore stehen, die in Hamburg und in Düsseldorf im Felde eingepflanzt sind. 1860 München führt mit 1:0 durch Hofeditz in der 10. Minute gegen den ersten FC Saarbrücken. Und der Hölzenbein schießt merkwürdigerweise nur in Frankfurt Tore. In der Nationalmannschaft, da hat er immer Ladehemmung. 1:0 durch ihn gegen Eintracht Braunschweig in der 14. Minute. Dann habe ich aus der zweiten Liga noch OSC Bremerhaven, Union Solingen, Plücken, der in der kommenden Saison für den HSV die Tore plückt oder pflückt, sagt man in Köln. 1:0 also für Union Solingen in der 10. Minute gegen Bremerhaven. 12.000 Zuschauer sind übrigens in Bielefeld, in Bremerhaven sind es 1.500. So schön die Musik auch ist, Hertha BSC Berlin schoss ein Tor mitten hinein gegen den HSV durch Sitka, 16. Minute, 1:0 für die Berliner. Und wir gehen mal schnell nach Frankfurt, denn da ist Joachim Böttcher im Augenblick für uns frei. Ja, 1:0 führt die Eintracht durch ein Tor von Hölzenbein und sie greift wieder an mit Grabowski. Die Eintracht aus Frankfurt, muss man ja heute sagen, denn die andere ist ja auch eine Eintracht, die aus Braunschweig gekommen ist. Hölzenbein, eine hervorragende Einzelleistung, 4 Mann umspielt und dann den Ball glashart unter die Latte geschossen. Da gab es für Hein keine Möglichkeit einzugreifen. Das war wirklich ein Tor, wie er es selten schießt, aber wie er es früher vor Jahren manchmal geschossen hat. Aber leider in der letzten. Seine Einzelleistung also hat die Eintracht aus Frankfurt mit 1:0 in Führung gebracht. Ansonsten, obwohl die Braunschweiger mit viel Ersatz hierher gekommen sind, ein ausgeglichenes Spiel und vielleicht sogar bei den Torchancen ein bisschen Plus für die Braunschweiger. Denn Lübecke stand in der 4. Minute frei und schlug über den Ball. Und Grobbe war in der 11. Minute völlig frei und traf das Tor nicht. Das hätte leicht ins Auge gehen können für die Frankfurter, die sich jetzt wieder eine leichte optische Überlegenheit erspielt haben. Da wird Nickel gefoult, aber Schiedsrichter Steglich aus Bonn pfeift in diesem Augenblick nicht, lässt das Spiel weiterlaufen.
gelaufen. Die Braunschweiger ohne Franke, Erler, Handschuh, Holzer, Aumeier und Poppy Woda, eine halbe Mannschaft, doch nicht nur defensiv eingestellt, obwohl sie sich aufs Kontern verlegen. Breitner in der Sturmmitte als Mittelstürmer hat schön abgespielt und das hätte das 1:0 durch Borg sein müssen. Völlig frei vor Koitka, aber er schoss den herausstürzenden Torhüter der Frankfurter an. Koitka verkürzte den Winkel, verhinderte damit den fast sicheren Ausgleich. Den Borg war wirklich auf dem Elfmeterpunkt frei und hätte sich die Ecke aussuchen können, aber die Nerven haben ihm vielleicht einen Streich gespielt. Er hat also das 1:1 nicht erzielen können. Gespielt jetzt 21 Minuten hier im Waldstadion, 12.000 Zuschauer, herrliches Wetter, die Sonne scheint und wir geben zurück ins Funkhaus. Naja, dann herrscht ja da eine richtige Eintracht in Frankfurt. 1:0 heißt es auch für den ersten FC Kaiserslautern. Durch Toppmöller nach 21 Minuten über Bayern München vor 17.000 Zuschauer. Wir gehen jetzt mal zum VfL Bochum, denn dort spielt ja auch ein UEFA... Nein, das ist falsch. Fortuna Düsseldorf kann noch mitspielen im Cup der Pokalsieger. 4:0 höre ich zwischendurch. Delhay, 4:0, Sie wissen schon, wo das ist. Das ist in Düsseldorf, 22. Minute, 4:0, Delhay. Ich glaube... Wenn man uns jetzt in Hamburg hört, wird es den Kölnern doch ein bisschen ungemütlich. Es hat schon oft hohe Ergebnisse gegeben und die Gladbacher haben sich also eindeutig aufs Tore-Schießen jetzt begeben, auf die Jagd, die Tore den Mönchengladbachern da ins Netz zu setzen, um vielleicht da auch noch das Unmögliche wahrzumachen. Auch der VfB Stuttgart führt, und zwar mit 1:0 durch Hansi Müller, unseren jungen Nationalspieler, in der 22. Minute. Da sind also gleich zwei Tore gefallen, eins in Stuttgart und eins in Düsseldorf. Ich komme gar nicht dazu, den Armin Haufe zu rufen. Fortuna Düsseldorf, eine Mannschaft, die also im kommenden Jahr mit Sicherheit in einem europäischen Wettbewerb mitspielt, entweder bei den Pokalsiegern oder im UEFA Cup. Fragen wir doch mal, wie es aussieht in Bochum. Armin. Ja, 15.000 Zuschauer sind noch zum Saisonkehr aus nach Bochum gekommen. Ich finde, eine ganz beträchtliche Kulisse und da zollt man einem VfL Bochum-Referenz, der sich großartig geschlagen hat in dieser Saison, mit dauernd Verletzten fertig geworden ist, der den Klassenerhalt geschafft hat. Und heute gibt es eine echte Attraktion zu bewundern. Denn das, was niemand mehr so recht für möglich gehalten hätte, Hans-Werner Eggeling, der Linksaußen, spielt heute wieder. Er, den man nach einer schweren Verletzung schon zum Sportinvaliden machen wollte, ist in Augsburg von Volker Kottmann bekannt als Trainer bei Fortuna Köln. Er, der sich heute darauf spezialisiert hat, Bundesligaspieler wieder fit zu machen, so gründlich hergerichtet worden, dass er hier wieder voll mitspielen kann. Er zeigt gute, auch kämpferische Ansätze, geht dem Zweikampf nicht aus dem Weg und das nach so einer schweren Blessur. Und auf der Reservebank sitzt auch noch Spielmacher Köper. Auch er soll wieder eingesetzt werden. Und somit sind doch schon erste Anzeichen erfreulicher Art für den VfL Bochum in Richtung neue Saison gesetzt, wo dann auch dieses Stadion endgültig fertig sein soll. Die letzte alte Tribüne ist abgerissen. Man hat ein Stadion, das zu drei Vierteln fertig ist und sicherlich eines der schönsten Fußballstadien Europas sein wird. Fortuna Düsseldorf in den ersten 15 Minuten arg in Verdrückung, wurde unter Druck gesetzt, aber Torchancen vom VfL Bochum nicht ausgenutzt. Und jetzt setzt sich mitunter doch die größere Routine und spielerische Reife der Mannschaft aus der Landeshauptstadt durch. Da kommt man auch gefährlich vor das Tor von Reinhard Mager, der erneut recht sicher spielt. Für meine Begriffe auch am letzten Samstag in Dortmund besser aussah, als er bei der einen oder anderen Kritik weggekommen ist. Fortuna Düsseldorf nach vorne gehen. Hickersberger soll da gesucht werden. Hickersberger, dem man ja nachsagt, dass er im letzten Jahr hier in Düsseldorf gespielt hat, nicht mehr bei der Fortuna unter Vertrag stehen will. Aber da gibt es dann Probleme mit der Ablösesumme, wenn man ihn verkaufen will. Schiedsrichter dieser Begegnung ist Eckhard Jensen aus Schönkirchen in Schleswig-Holstein wohlgemerkt. Hier steht es 0:0. Gespielt sind 27 Minuten zurück ins Funkhaus. Ja, wir geben erstmal schnell ins Verkehrsstudio eine wichtige Mitteilung. Meine Damen und Herren, wir haben eine wichtige Meldung für Autofahrer auf der Autobahn A59 zwischen Köln und Bonn. Hier ist ein PKW an der Anschlussstelle am Grauen Stein falsch auf die Autobahn aufgefahren. Diese Meldung gilt für beide Fahrtrichtungen, da genaueres nicht zu erfahren war. Die Autofahrer werden gebeten, äußerst rechts zu fahren und nicht zu überholen. Soweit dieser Hinweis. Wir nennen das auf Deutsch Geisterfahrer und die sind sehr gefährlich. Passen Sie also bitte um Gottes Willen jetzt auf, wenn Sie auf der Autobahn sind, die der Kollege eben aus dem Verkehrsstudio genannt hat. In Wuppertal steht es 0:1. Wuppertaler SV gegen Hannover 96. Milewski hat dieses Tor geschossen in der 23. Minute. Der erste FC Köln hat 40 Tore Unterschied zu seinen Gunsten, Borussia Mönchengladbach 30, so begannen wir. Nun sind es mittlerweile bei Mönchengladbach 34.
Die Gladbacher und die Kölner trennen also noch 6 Tore. Das könnte alles, also sagen wir das mal nicht, sondern fragen erst mal in Hamburg nach, was los ist. Günther mal, let's go. Nun, der erste FC Köln ist noch keineswegs auf Meisterkurs hier im Hamburger Stadion. Und die 28.000 Zuschauer, der größte Teil natürlich aus Hamburg, kommen aus dem Staunen nicht heraus, weil der FC St. Pauli sehr zielstrebig, sehr weiträumig und auch sehr konzentriert spielt. Und in der 23. Minute hätten wir fast wiederum eine ganz große Chance mit einem Torerfolg abschließen können. Jetzt allerdings der FC St. Pauli. Der Ball kommt in den Strafraum hinein von der Mittelstürmerposition. Gerber, Oswald, Weberung, das waren die Stationen. Aber ich will Ihnen ganz schnell sagen, ich muss unterbrechen. Wiederum Angriff. Pfalzer in Rechtsaußenposition auf das Tor. Und Torhüter Schumacher, der ja immer mehr zu einer Persönlichkeit im Tor wird, hat den Ball heruntergeholt. Ja, in der 23. Minute Freistoß für die Hamburger. Beverung und Schumacher hält mit Glanzparade. Zuvor wurde Gerber vor dem Eindringen in den Strafraum sehr hart vom Ball getroffen. Köln jetzt auf der rechten Seite, Schuss auf das Tor und in das Tor. Eine herrliche Kombination, als Flohe das Leder aufnimmt und aus etwa 16, 17 Meter Entfernung den Ball dann erwischt und flach in das Tor hineinschießt zum 1:0 für den ersten FC Köln. Und wir schreiben die 27. Spielminute hier im Hamburger Volksparkstadion. Wir müssen uns vorerst wieder ausblenden. 1:0 führt Köln gegen St. Pauli Hamburg. Ich rufe wieder das Studio. Hat in Frankfurt das 2:0 erzielt für die Eintracht gegen Braunschweig. Das kann also noch gut werden für Frankfurt, wenn der Duisburger SV, der MSV Duisburg gegen Schalke 04 verlieren sollte, was ja noch nicht feststeht. Der 1. FC Köln hat also sein Tor bei St. Pauli geschossen und im Augenblick läuft also alles nach Papierform. Die beiden Favoritenmannschaften sind jetzt wieder 7 Tore auseinander. Der 1. FC Köln hat plus 41, Borussia Mönchengladbach plus 34. Gerbert Fassbender in Düsseldorf. 1:0 steht es also für Köln bei St. Pauli. 4:0 bei Ihnen für Mönchengladbach. 4:0 und gerade hat Alan Simonsen den 5. Treffer auf dem Fuß und er hat auch sofort geschossen, aber Armand Theis, der Dortmunder Vorstopper, hatte seinerseits ebenfalls noch ein Füßchen dazwischen und verursacht so den 3. Eckball und verhindert damit ein Tor für Mönchengladbach. Von der linken Seite wird der Däne Nielsen treten. Vorne die kopfballstarken Spieler Hannes und Witt
Wittkamp, aber der Ball wird zu Kulik geschlagen. Dann kommt die Flanke auf den Kopf von Wittkamp. Der setzt noch einmal nach. Wieder irrt Endrula durch den Strafraum. Noch einmal Wittkamp und Handspiel an den Pfosten, weil Schiedsrichter Biversi weiterspielen lässt. Aber diesen Vorteil konnte der Herr Weltmeisterschaftsreferee wirklich nicht absehen. Ein klares Handspiel hat er übersehen. So bleibt es hier beim 4:0. Lassen Sie mich aber schnell auch noch etwas zur Atmosphäre sagen. Plötzlich wurde es hier unheimlich ruhig im Stadion. Das war genau der Moment, als der WDR das 1:0 für Köln aus Hamburg gemeldet hat. Da brauchte man dann kein Resultat mehr. Vorher, der Jubel war also ein falscher Jubel und ein Gerüchtejubel. Jetzt aber zurück zum Spiel. Wieder eine Möglichkeit für Wohlers. Der ist im 16-Meter-Raum. Fintiert einmal, Schuss und Tor! Hat jetzt Wohlers den Ball über die Linie gebracht oder war noch Jupp Heynckes dran? Ich glaube, dass Jupp Heynckes noch das Leder mit dem Fuß berührt hat. Das ist eine Ermessensfrage auf, vor oder hinter der Linie. Jedenfalls der Schuss von Wohlers und Jupp Heynckes wollte kein Risiko eingehen. Grätscht noch einmal hinterher. Schreiben wir ihm also zunächst einmal unter Vorbehalt den Treffer in Koproduktion mit Wohlers zu. In jedem Falle aber steht es in der 32. Minute 5:0 für Borussia Mönchengladbach. Und damit aus dem Rheinstadion wieder zurück ins Funkhaus. Die halten ganz schön ihren Schnitt, wie ich feststelle. 5:0 nach 32 Minuten. Kaiserslautern führt 2:0 gegen Bayern München. Und zwar hatte Wendt, der Benny Wendt, in 31. Minute dieses 2:0 erzielt. Ich gebe nochmal zu meinem Kollegen ins Verkehrsstudio. Hier wieder einige Verkehrshinweise, meine Damen und Herren. Autobahn A1 von Köln in Richtung Münster zwischen den Autobahnkreuzen Dortmund-Unna und Kamen 8 Kilometer dichter Verkehr. Autobahn A1 aber von Münster in Richtung Köln zwischen Köln-Niel und dem Autobahnkreuz Köln-Nord wegen einer Baustelle 5 Kilometer dichter Verkehr und die Anschlussstelle Bocklemünd ist für den Verkehr in Richtung Aachen und Koblenz gesperrt. Die Empfehlung der Polizei: fahren Sie ab Bocklemünd über die U64 bis Löwenich. Autobahn A3 von Oberhausen in Richtung Frankfurt zwischen Opladen und Köln-Mühlheim wegen starken Verkehrs 6 Kilometer zähflüssiger Verkehr mit Stau. Autobahn A3 von Oberhausen in Richtung Köln zwischen dem Autobahnkreuz Hilden und Solingen, Langenfeld 2 Kilometer Stau nach einem Verkehrsunfall. Und Autobahn A57 von Neuss in Richtung Köln zwischen Worringen und Köln-Nord wegen einer Baustelle 5 Kilometer Stau. Und die Meldung von der Autobahn A59 hat sich erledigt. Der PKW auf falscher Fahrbahn ist inzwischen von der Autobahn herunter. Soweit die Verkehrshinweise. Also seien Sie sehr vorsichtig, liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt in einem PKW unterwegs sind. Sie haben ja gemerkt, es ist fast schon leichter, die Straßen zu sagen, wo noch kein Stau ist, als all die aufzuführen, wo jetzt im Augenblick die große Blechlawine über die Straßen zieht. Wir machen wieder ein paar Takte Musik. Bei Bremerhaven, beim OSC gegen Union Solingen, hat unser Freund wieder zugeschlagen, Rogosnica. 1:1 steht es. Sie wissen ja, Rogosnica heißt zu gut Deutsch Schüttelfrost und das bei den Temperaturen. Bochum wollen wir jetzt mal rufen und fragen, wie steht es, Armin Haufe, bei Spiel VfL Fortuna? Nach jetzt 36 Minuten steht es vor 15.000 Zuschauern 1:0 für den Gast aus der Landeshauptstadt. Das Tor fiel in der 33. Minute, als das große Mittelfeldtalent Alofs 16 Meter vor dem Tor frei zum Schuss kam. Er zögert einen Augenblick, drehte sich und schoss mustergültig in die lange Ecke. Da konnte sich Mager noch so sehr strecken, der Ball passte. Etwas harte Gangart momentan unten auf dem Rasen, leicht provoziert von den Düsseldorfern. Aber dann halten auch die Platzherren aus Bochum mit Schiedsrichter Jensen aus Schönkirchen. Muss da ein bisschen aufpassen. Führung also für Düsseldorf, das im Abschiedsspiel von Dietrich Weise. Der großartige Fußballpädagoge wird ja Fortuna Düsseldorf in Richtung Deutschen Fußballbund verlassen. Ein Verlust für die Bundesliga in einer Zeit, wo die großen Persönlichkeiten als Trainer immer rarer werden. Jetzt ein Schussversuch von Zimmermann von Düsseldorf aus gut 30 Metern, aber der prallt harmlos in Richtung Tormitte. Dort steht Mager. Sonnenschein über dem Ruhrstadion, prächtiges Fußballwetter. Und eines wird man sicherlich demnächst in Bochum machen müssen, den Rasen erneuern, denn der hat in der abgelaufenen Saison arg
Frankfurt gelitten. Vor den Toren kann man von Rasen bei weitem schon nicht mehr sprechen. Nun ein Schussversuch von Wölk in Richtung Tor von Schlussmann Daniel, der auch am heutigen Tag ein Musterbeispiel an Zuverlässigkeit ist, der manch hoch hereingeschlagenen Ball sicher abgefangen hat und seiner Hintermannschaft Sicherheit verleiht. Zurück ins Funkhaus. Fagott hat in Wuppertal den Ausgleich geschossen. Wuppertal gegen Hannover 96, 1:1 nach 35 Minuten. Also Sie sehen, da wird auch schon Fagott gespielt. Die Aachener schießen heute mal wieder Tore, bloß die spielen alle nicht für Alemannia Aachen. Nicht? Der Kehr hat nämlich für Tennis Borussia Berlin auch ein Tor erzielt, bei Leverkusen. 35. Minute, Leverkusen, TB Berlin, 0:1. Und in der sehr wichtigen Begegnung am Ende der Tabelle, in der zweiten Fußball-Bundesliga-Gruppe Nord, liegt der 1. FC Bocholt gegen den SC Herford mit 0:1 hinten. Lauber hat nämlich in der 34. Minute dieses Tor erzielt. Ja, jetzt sitzen die Bocholder richtig in der Laube. Wir gehen mal nach Hamburg und wollen mal fragen, ob St. Pauli und der 1. FC Köln immer noch beim alten Spielstand verblieben sind. Günther Maletzko. Der alte Spielstand von 1:0 für den 1. FC Köln durch das Tor von Flo in der 27. Minute hat nach wie vor Gültigkeit und die Kölner Mannschaft hat nach diesem Führungstor etwas befreiter aufgespielt. Ich habe den Eindruck, dass dieses Tor so eine Art Erlösung war. Vor allen Dingen gibt es auch jetzt wieder viel mehr Angriffsmöglichkeiten auf der rechten Seite durch den schussfreudigen Außenverteidiger Konopka. Außerdem kann ich Ihnen melden, dass Van Gool mehr und mehr seine Zweikämpfe gewinnt und auch zu seinen gefürchteten Flanken kommt. Auf der anderen Seite hat allerdings Okudera in diesem Spiel gegen Box einen sehr starken Gegenspieler und er zögert oft beim Abspiel, so ist also auf der Linksaußenposition beim 1. FC Köln bisher nicht die Gefahr nach innen gekommen, die sich vielleicht Mittelstürmer Dieter Müller erhofft hat. Müller war aber mit sehr entscheidend an diesem Tor beteiligt, mit Doppelpassspiel ist ja der Ball dann zu Flohe gelangt und der schoss ein zum wichtigen, vielleicht zum wichtigsten Tor für den 1. FC Köln in dieser Saison. Jetzt Konopka, Rechtsaußenposition, Ball nach innen und Torhüter Rynjo mit beiden Fäusten in der Luft. Der fliegt dann noch dem Ball entgegen und der Ball geht jetzt drüben auf die Aschenbahn. Einwurf für den 1. FC Köln und dieser Einwurf wird in diesem Augenblick von Flohe ausgeführt, der Mannschaftskapitän und Spielmacher der Kölner. Wieder hat Flohe den Ball vor ihm. In diesem Augenblick sein Gegenspieler Blau. Flohe am... Oh, einen Kollerschuss mit links aus etwa 18 Metern. Nochmal nach innen und Rynjo hält. Glanzleistung des Torhüters des FC St. Pauli. Es bleibt hier in Hamburg beim Spielstand von 1:0 für den 1. FC Köln. Zurück ins Funkhaus. In Düsseldorf beim Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund steht es nach 38 Minuten 6:0. Wimmer hat dieses Tor geschossen. Der Abstand zwischen... dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach bei 41:36 beträgt jetzt noch 5 Tore.
So, bis zur Pause fassen wir jetzt zwei Spiele zusammen. Wir hätten Ihnen ja furchtbar gerne jetzt die Spiele aus Mönchengladbach bzw. aus Düsseldorf und Hamburg zusammengefasst, aber das ist nur leider nicht zu machen. Die Hamburger sprechen jetzt für den Norddeutschen Rundfunk, da können wir leider nicht rein. Wir nehmen also den MSV Duisburg gegen Schalke mit dazu bis zur Halbzeit. Dort geht es ja immerhin um den UEFA-Pokal. Und zum ersten Mal, muss ich Ihnen sagen, gehen wir mit Spannung in ein Spiel, das 6:0 steht. Wir sagen ja, sonst ist die Luft raus, nicht? Da interessieren uns solche Spiele gar nicht. Aber hier bahnt sich ja etwas Sensationelles an. Deshalb also aus Duisburg Jochen Hageleit beim Spiel MSV gegen Schalke 04 und aus Düsseldorf Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund jetzt Herbert Fassbender, der auch beginnt. Chance für Jupp Heynckes zum 7:0, aber mit zurückgegangen ist jetzt auch Wolfgang Frank, um zu klären. Also es ist nicht etwa so, als ließen sich die Dortmunder hier wehrlos austricksen und regelrecht erschießen. Aber in der Tat steht es 2 Minuten vor dem Pausenpfiff 6:0. 3 Treffer durch Jupp Heynckes, die einmal waren Nielsen, Del Haye und Herbert Wimmer erfolgreich. Zu diesem 6. Tor, Solo von Herbert Wimmer mit erfolgreichem Abschluss, noch so viel, dass der in seinem möglicherweise letzten Meisterschaftsspiel für Mönchengladbach tätige Wimmer heute eine ganz große Partie bietet. Jetzt aber schnell einmal ins Duisburger Wedau-Stadion. Wie steht's bei Ihnen, Jochen Hageleit? 0:0, Freistoß für Schalke, kommt auf Lawson, aber abgewehrt hat die Hintermannschaft der Duisburger noch, steht es 0:0. Und 8:2 lautet das Eckballverhältnis zugunsten des MSV. Aber sie haben bisher noch kein Tor geschossen. Und wenn es bei diesem Unentschieden bleiben sollte, dann ist ja Frankfurt im UEFA Cup die letzte Mannschaft. Aber die Duisburger werden sich gegen dieses Unentschieden stemmen, da bin ich ganz sicher. Einmal gab es eine große Möglichkeit für die Schalke, als Lütke Bomert einen Dropkick anbrachte, den der 20-jährige Torhüter Schreiner mit einer fantastischen Parade aus dem Eck boxte. Jetzt aber die Duisburger mit Bella und mit Jara. Jara versucht jetzt Worm in Szene zu setzen, der wird aber attackiert. Dennoch versucht er, den Ball hinaus auf den linken Flügel zu bringen. Abgewehrt, Lawson, der Schwede, hat geklärt. In diesem Augenblick pfeift Schiedsrichter Gabor aus Berlin die ersten 45 Minuten im Duisburger Wedau-Stadion ab. Noch kein Tor gefallen vor 30.000, noch steht es 0:0 und entschieden. Jetzt zur Schlussphase ins Düsseldorfer Rheinstadion. Hier sind es noch 15 Sekunden, hier ist ein halbes Dutzend gefallen, denkste 15 Sekunden. 14 Sekunden zu früh hat Schiedsrichter Biversi aus Blies-Ransbach, daher müssen eigentlich Schiedsrichter kommen, abgepfiffen, aber 6 Tore haben wir gesehen und der Beifall dankt es dem deutschen Meister Borussia Mönchengladbach. Ob deren Mühen heute etwas noch nützen oder nicht, das werden die zweiten 45 Minuten beantworten. Ich gebe jetzt zurück ins Funkhaus. Ich habe 2 Halbzeitergebnisse bis jetzt. VfL Bochum, Fortuna Düsseldorf 0:1. 6:0 führt Borussia Mönchengladbach und dann natürlich das 0:0 von Duisburg gegen Schalke. 1:0 führt Hertha BSC gegen Hamburg. Haben wir das auch? Und Bayern München? Nein, Bayern. München 60 führt mit 1:0 gegen den 1. FC Saarbrücken. Ja, stehen noch die Spiele Kaiserslautern, Stuttgart und St. Pauli aus. Zur Halbzeit haben wir auch aus der 2. Liga noch nichts vorliegen. Da machen wir eben ein bisschen Musik. Ja, und vorerst noch ein Verkehrshinweis. Wieder eine Meldung für die Autofahrer auf der Autobahn A2 von Hannover in Richtung Oberhausen. Hier ist der Ihnen entgegenkommende PKW inzwischen von der Fahrbahn heruntergefahren. Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Fahrt. Halbzeitergebnisse weiter. VfB Stuttgart, Werder Bremen 1:0. FC St. Pauli, 1. FC Köln 0:1. Kaiserslautern gegen Bayern München 2:0. Da haben wir fast alles zusammen. Noch einmal VfL Bochum, Fortuna Düsseldorf 0:1. Hertha BSC Berlin, HSV 1:0. MSV Duisburg Schalke 0:0. 60 München, 1. FC Saarbrücken 1:0. Und jetzt müsste eigentlich noch Frankfurt gegen Braunschweig bestätigt werden, 2:0. Danke, auch das ist da. Damit sind die Halbzeitergebnisse der Fußball-Bundesliga bei Ihnen durch. An Spannung hat es wohl nicht gemangelt bis jetzt.
Bei uns stehen die Telefone nicht still. Natürlich wollen jetzt unsere Zuhörer wissen, wie es ist, wenn beide Mannschaften eine Torgleichheit erzielen. Angesichts des 6:0 zur Pause von Borussia Mönchengladbach über Borussia Dortmund eine durchaus verständliche Frage. Zurzeit hat der 1. FC Köln 82-41 Tore. Um eine Torgleichheit zu diesem 82-41 zu erzielen, müsste Borussia Mönchengladbach auf 85-44 kommen. Denn 44 Gegentore hat Gladbach ja schon. Es müsste also auf 85 Tore kommen. In diesem Falle bei 82-41 bzw. 85-44 zählen die am meisten geschossenen Tore. Dann wäre also Borussia Mönchengladbach deutscher Fußballmeister. Zurzeit sieht es so aus, dass Gladbach 80 Tore geschossen hat, der 1. FC Köln 82, der 1. FC Köln hat 41 Gegentore, Mönchengladbach 44. Da fehlen also noch 5 Tore drin in diesem gedanklichen Spiel, das unsere Hörer uns vorgetragen haben. Ich kann Ihnen jetzt auch die zweite Fußball-Bundesliga-Gruppe noch zur Halbzeit nennen. Übrigens sind da insgesamt 23.000 Zuschauer zusammengekommen. Bei Arminia Bielefeld gegen Westfalia Herne heißt es 1:0. Beim OSC Bremerhaven gegen Union Solingen 1:1. Beim 1. FC Bocholt gegen SC Herford 0:1. Bei Leverkusen gegen Tennis Borussia Berlin 0:1. Und bei Wuppertal gegen Hannover 96 heißt es 1:1. Ich darf an dieser Stelle auf das sehr wichtige Spiel, das möglicherweise auch über den Aufstieg zur Bundesliga entscheiden kann, Fortuna Köln gegen Preußen Münster hinweisen, das morgen stattfindet. Heute sind also die Spiele Bielefeld gegen Herne oder das Spiel Bielefeld gegen Herne das Wichtigste, denn die Arminen sprechen ja ebenfalls ein sehr, sehr ernstes Wort um den Aufstieg mit. Lassen wir uns also auch von dieser Situation überraschen, wie sie sich in der zweiten Fußball-Bundesliga abspielt. In etwa 7 Minuten beginnen wir mit der Berichterstattung der zweiten Halbzeit in der ersten Fußball-Bundesliga und da werden wir in der zweiten Halbzeit sicherlich nochmal richtig Spannung haben. Haben wir da etwas durchzugeben? Den Süden, ja, ich habe keine Liste hier. Ich lasse mir die mal eben geben und Sie bekommen ein paar Takte Musik und gleich die Ergebnisse. Wir sind ja wieder schneller als der Schall. Schon habe ich die Ergebnisse. Würzburger Kickers, Kickers Offenbach 1:1. Bayreuth, Eintracht Trier 2:1. Fürth Pirmasens 3:0. Worms gegen Hof 1:1. Baunatal Waldhof 0:1. Und Darmstadt führt zur Halbzeit mit 1:0 gegen Würzburg 04. Hier liegt also der Favorit und Spitzenreiter ebenfalls in Front. Morgen das sehr wichtige Spiel Homburg gegen den 1. FC Nürnberg. Auch im Süden geht es jetzt langsam um die Wurst. We'll be right back.
Der VfL Bochum hat durch Trimholt gegen Fortuna Düsseldorf ausgeglichen. 46. Minute 1:1. Minute in Berlin, 2:1 gegen den HSV. Volkert hat die Hamburger auf ein Tor herangebracht. Meine Damen und Herren, wir beginnen mit der Berichterstattung jetzt in der zweiten Halbzeit der Fußball-Bundesliga. Natürlich die beiden wichtigsten Spiele wieder vorweg. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund und FC St. Pauli gegen den 1. FC Köln. Beginnen wir also bei der Sensationsbegegnung, denn nach dem 6:0 zur Halbzeit muss man da schon sagen, in Düsseldorf. Keine personellen Konsequenzen bei Borussia Dortmund, obwohl ja einige Spieler hinsichtlich ihres Einsatzes stark zu wünschen übrig ließen. 6:0 auch zu Beginn der 47. Spielminute für Borussia Mönchengladbach. Die Dortmunder also weiterhin mit dem jungen Endolat, der einige Unsicherheit verriet im Tor, und auch mit ihrem enttäuschenden Mittelfeld, während so Spieler wie Lippens, wie Held und wie auch Torhüter Bertram auf der Reservebank sitzen. Jetzt aber kommen sie mit Burks Müller, der Kapitän ist und der die einzige nennenswerte Chance für den BVB hatte, als er mit einem Kopfball nur die Latte traf. Und jetzt auf der rechten Seite Werner Schneider, der Außenverteidiger, gestört von Wittkamp. Dann aber ist Frank zu früh losgelaufen, stand in Abseitspositionen. Der Linienrichter hebt die Fahne und Schiedsrichter Biversi entscheidet zu Recht auf Freistoß für Borussia Mönchengladbach. Natürlich wissen jetzt alle Spieler das Resultat aus Hamburg. Ich bin gespannt, wen was mehr nervös macht. Jetzt kommen die Dortmunder wieder nach vorne. Mit die Mönchengladbacher inzwischen schon mit Nielsen. So schnell geht das. Jetzt Wimmer auf der rechten Seite. Wimmer gestört auf dieser rechten Seite von Segler. Dann aber geht sofort wieder Nielsen mit. Nielsen auf Jupp Heynckes. Kopfballvorlage auf Del Haie und der schießt dann. Aber er schießt genau 5, 6, 7 Meter am Tor vorbei. Del Haie, der im Training Schüsse abgibt wie ein Weltmeister, hat dies im Spiel noch nicht unbedingt so getan, obwohl ihm ja in dieser Saison der ganz große Durchbruch zweifellos gelungen ist. Unterdessen Abschlag vom Tor der Dortmunder. Die Dortmunder langsam nach vorne über Armand Theis, der noch recht gut gespielt hat. Jetzt über die Mittellinie mit Wagner. Links draußen bietet sich dann auch Meier an, aber der Ball wird nach rechts gespielt und abgefangen von Allan Simonsen. Simonsen sieht sich jetzt Segler gegenüber, Torentfernung 20 Meter. Links hinaus gespielt zu Heynckes, der ist im 16-Meter-Raum, spitzer Winkel zum Tor, dreht sich einmal, dreht sich zweimal, findet die Lücke nicht, jetzt Kulik schießt, Nachschuss und abgeblockt zunächst einmal und es gibt Eckball für Borussia Mönchengladbach. Der vierte Eckstoß in diesem Spiel gegenüber drei Ecken der Dortmunder, 6:0 nach Toren, führt Borussia Mönchengladbach gegen Dortmund. Herbert Wimmer tritt den Ball von der rechten Seite. An den Elfmeterpunkt heran. Kopfballmöglichkeit für Wittkamp, aber die Dortmunder haben gestört. Jetzt Hannes, der Vorstopper, der es mit Frank zu tun hat, hebt noch einmal in den eigenen Angriff heran. Aber dann sind die Dortmunder dazwischen und noch eine Chance für Jupp Heynckes, der den Ball etwa 2 Meter am Tor vorbeijagt. Nach 49 Minuten 6:0 für Mönchengladbach aus dem Düsseldorfer Rheinstadion zurück ins Funkhaus. Ja, scheint wie abgeschnitten zu sein an Düsseldorf. Der VfL Bochum führt mit 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf, aber mit Foulelfmeter in der 50. Minute. Jetzt gehen wir mal schnell nach Duisburg. MSV Duisburg will ja noch in den UEFA Cup gegen Schalke, berichtet Jochen Hageleit.
In Duisburg wartet man auf das erste Tor. 0:0 und da greifen sie an über Seliger, der vor 2 Minuten die größte Möglichkeit hatte. In den 16-Meter-Raum aus vollem Lauf geflankt. Aber Rüssmann, der Abwehrorganisator des FC Schalke 04, steht dort und nimmt den Ball auf und spielt sofort in den eigenen Angriff. 5:5 das Verhältnis. 5 Angreifer des FC Schalke 04 gegen 5 Abwehrspieler. Erwin Kremers im 16-Meter-Raum legt sich den Ball zu weit vor und Schreiner aus dem Tor hat aufgenommen. Ja, in der 50. Minute jubelten die 30.000 schon, denn da spazierte von der Mittellinie Außenstürmer Seliger mit dem Ball Richtung Tor von Groß und spielte ihn auch noch. Aber dann zum Entsetzen seiner eigenen Mitspieler legte er sich den Ball zu weit vor und jetzt Möglichkeit, Schuss und kein Tor. Kein Tor, ein Schuss von Bücker wird abgefälscht von einem Schalker Abwehrspieler und Groß unterwegs ins linke Eck sieht zum Entsetzen oder zur Freude, muss ich sagen, dass der Ball ins rechte, aber am Tor vorbeigeht. Schauen wir uns den Eckball noch an. Jetzt legt sich Bücker den Ball zurecht. 0:0 der Spielstand. Wird es jetzt das 1:0? Da läuft Bücker an. Diesmal kommt der Ball weit hinter den zweiten Pfosten. Keine Möglichkeit mehr. Es bleibt beim 0:0. Zurück ins Funkhaus. Und wir sofort weiter nach Hamburg. St. Pauli, 1. FC Köln. Günther Maletzko. Ja, und im Strafraum in diesem Augenblick beim 1. FC Köln eine Spielunterbrechung. Ich glaube, es ist Kuhlmann, der auf dem Fußballrasen liegt, auch ein St. Paulianer. Ich kann also nicht erkennen, wer es ist. Es ist wirklich kein hartes, kein unfaires Spiel. Ganz gesunde, harte Zweikämpfe im Fußball-Profigeschäft waren hier zu sehen. Und da hat wirklich nicht einer dem anderen ein Bein stellen wollen. Das muss man hier eindeutig an diesem Nachmittag herausstreichen. Und wir müssen auch die Leistung des FC St. Pauli würdigen, der hier bisher für eine gute Abschiedsvorstellung in der Fußball-Bundesliga gesorgt hat. Noch ist das Spiel unterbrochen, noch liegt der Kölner, ich glaube, es ist Kuhlmann auf dem Fußballfeld, auch der St. Paulianer, und ich kann eigentlich ein bisschen ausholen, dass also der 1. FC Köln auf Meisterschaftskurs ist, aber dass erst hier in der zweiten Halbzeit 6 Minuten gespielt sind, und wenn du ein einziges Mal diese weiße Lederkugel über die Torlinie von Torhüter Schumacher fliegen sollte, ja, dann ist die Konstellation schon wieder ganz anders und daher eben ein sehr spannendes, ein sehr mitreißendes Spiel für die Fans. Es geht weiter. Kuhlmann ist wieder aufgestanden und der FC St. Pauli, der hier kämpferische, starke Momente hatte, muss jetzt in der zweiten Halbzeit doch ein wenig zusehen, wie der Gegner das Spielgeschehen diktiert. Es gibt nicht mehr diese zwingenden, diesen schnellen Spielablauf und auch nicht mehr die Kombinationen, die für Torgefährlichkeit sorgen können. Der 1. FC Köln hat jetzt einen Fehlpass sich erlaubt. Ein langer Ball, der hinüber zu Fangol kommen sollte, ist abgefangen worden und gegen Angriff des FC St. Pauli Hamburg. Hinaus auf die rechte Seite. Dort ist Demuth. Sehr schnell, aber gegen Herbert Zimmermann, der ein großes Spiel hier im Trikot des 1. FC Köln macht, hat er den Ball verloren und es gibt Einwurf für St. Pauli Hamburg. Einwurf ist ausgeführt. Box sehr stark übrigens in diesem Spiel gegen Okudera und St. Pauli kommt durch Beverungen. Entfernung zum Tor 35 Meter auf das Tor und Torhüter Harald Schumacher ist zur Stelle, ist ja sehr stark auf der Linie, aber er hat sich in dieser Situation noch nicht so stark bewähren brauchen, weil St. Pauli meistens Weitschüsse hier an diesem Nachmittag in dieser Partie gezeigt hat. Spielunterbrechung, Schiedsrichter ist übrigens Herr Walter aus Würzburg und der 1. FC Köln kommt jetzt aus der eigenen Hälfte. Aus der eigenen Hälfte durch Neumann, der zu Kanopka gibt, Kanopka zu Van Gool. Das alles noch vor dem Strafraum, etwa 10, 15 Meter. Wieder auf Van Gool und Ballverlust. Es bleibt beim 1:0, zurück ins Funkhaus. Ja, es ist nicht zu fassen, meine Damen und Herren. Es ist aber wieder ein Geisterfahrer unterwegs. Bitte Verkehrsredaktion. Meine Damen und Herren, wir haben eine wichtige Meldung für Autofahrer auf der A45 von Gießen in Richtung Dortmund. Hier kommt Ihnen zwischen den Autobahnkreuzen Dortmund Süd und Dortmund Nordwest ein Fahrzeug entgegen. Fahren Sie bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht. Soweit dieser Hinweis. Wir gehen mit den besten Erwartungen, dass der Fahrer bald merkt, dass er wirklich auf dem verkehrten Kurs ist. Weiter nach Bochum, VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf, Armin Haufe.
Jetzt sind in der zweiten Halbzeit 12 Minuten gespielt. Spielstand 2:1 für den VfL Bochum, der innerhalb von 4 Minuten nicht nur die Führung der Düsseldorfer egalisieren, sondern auch selbst in Führung gehen konnte. Zunächst war es in der 46. Minute, als Trimold aus 16 Metern einen Direktschuss, er nahm den Ball aus der Luft, flach in die Ecke setzte. Für Daniel gab es nichts zu halten. Und an diesem Treffer war ebenso wie am zweiten Tor Eggeling maßgeblich beteiligt. Er hatte nämlich die feine Flanke serviert. Und als er dann 4 Minuten später freigespielt wurde, für mich in etwas abseits verdächtig Position. Da lief er in den Strafraum, wollte Torhüter Daniel und Kurven, der faulte ihn, gar keine Frage, es gab Elfmeter, zudem auch konsequenterweise die gelbe Karte gegen den Schlussmann der Fortuna und Abel ließ sich diesen Strafstoß nicht entgehen, setzte den Ball wuchtig ins Eck für Torhüter Daniel, gab es keine Abwehrmöglichkeit und Eggeling hat man mittlerweile wieder herausgenommen, man will ihn nicht verheizen, seinem ersten Spiel, das ist auch richtig. Er hat hier gut gespielt nach so langer Verletzungspause, hat sich in das Spiel seiner Mannschaft eingefügt, ist manch weiten Weg gegangen, hat die Zweikämpfe nicht gescheut und er wird auf lange Sicht gesehen sicherlich wieder ein vollwertiger Spieler im Team des VfL Bochum sein. Der hat ja alle Verletzten, die momentan Verletzten dabei, nennen wir einen Katschor, nennen wir einen Köper, sicherlich in der Bundesliga weit besser stehen könnte als auf dem momentanen 15. Tabellenplatz. Fortuna Düsseldorf muss jetzt natürlich selbst wieder Initiative ergreifen, muss versuchen, den Ausgleich zu erzielen, machen das mehrfach mit Fernschüssen versucht, die aber Torhüter Mager vor keine großen Probleme stellten. Hier weiter 2:1 zurück ins Funkhaus. Zwischen Leverkusen und Tennis Borussia Berlin steht es mittlerweile 2:1. Hermann und Herzog haben die Tore geschossen in der 50. und 57. Minute. 1860 München führt mit 2:0 gegen den 1. FC Saarbrücken. Metzger hat einen Foulelfmeter verwandelt. Bei den Spielen in Düsseldorf und in Hamburg ist nichts passiert, meine verehrten Zuhörer. Also keine Angst, wenn irgendetwas ist, dann werden wir sofort dazwischen sprechen und Ihnen die Tore durchsagen. 3:0 höre ich gerade bei Kaiserslautern. Topmöller hat erneut zugeschlagen. Der hat ja auch schon das erste Tor erzielt, 58. Minute. Also 3:0 Topmöller, Kaiserslautern gegen Bayern München. Und wir gehen jetzt nach Duisburg. 13 Minuten gespielt im Wedau-Stadion, 0:0 und Jara treibt den Ball jetzt schon 50 Meter weit, müsste weitergeben, hat ihn gehalten in Linksaußenposition, Flanke in den 16 Meter Raum, Rüssmann hechtet heran, 11. Eckball für den MSV Duisburg und natürlich Nervosität macht sich breit, denn man erkennt das Ergebnis aus Frankfurt und auf diese Mannschaft muss man achten. Jetzt aber der Ball von Jara auf Seliger, am Strafraumeck schlägt er den Ball unkontrolliert, genau auf Torhüter Groß, der abnimmt und sofort weitergibt auf Bongartz. Bongartz wird ja den FC Schalke 04 verlassen, aber wer ihn sieht, kann verstehen, warum Günther Siebert diesen Mann, von dem man sich ja in Gelsenkirchen so viel neue Impulse erhoffte, ziehen lässt. 0:0 der Spielstand. Ganz nervös fragten die Spieler beim Gang in die Kabine in der ersten Halbzeit, wie steht es in Frankfurt? Und als man das Ergebnis hörte, war man sichtlich schockiert. Aber man will unbedingt hier ein Tor schießen, denn das wäre ja die Teilnahme am UEFA Cup. Jetzt aber Lawson, der Schwede, in halbrechter Verbindung. Dann ist Büssers weit zurückgekommen, hat geklärt, weitergegeben auf Dietz. Dietz jetzt auf Jara, der schlägt den Ball in den 16-Meter-Raum. Und dort will dann Worm, der Außenstürmer der Duisburger, elegant den Ball mit der Hacke mitnehmen. Aber Rüssmann, ein unerbittlicher Angreifer, hat den Ball aufgenommen, weitergegeben auf Bongartz. Bongartz hinaus auf den linken Flügel, auf Lübke Bohmer, der in der ersten Halbzeit das 1:0 auf dem Fuß hatte, als er mit Dropkick einen herrlichen Schuss anbrachte, den der Nachwuchskeeper im Tor der Duisburger, den Schreiner, aus dem Winkelboxen konnte. 0:0 der Spielstand, gespielt hier genau 60 Minuten zurück ins Funkhaus. In Wuppertal steht es beim Spiel gegen Hannover 96 2:2. In der 58. Minute hat Kinkeldey ein Tor erzielt. Kinkeldey, Kinkeldu. Jetzt gehen wir mal schnell wieder nach Düsseldorf zur Borussia, die gegen Dortmund spielt. Und zwar zu Jupp Heynckes, denn der hat gerade mit einem Kopfball das 7:0 besorgt. So geschehen in der 58. Spielminute. Und ich hatte gerade schon ausgerechnet, 13 Minuten im zweiten Durchgang und 8 nach dem 6:0, 21 Minuten Endrolat ohne Treffer. Das war ja schon ein bisschen unheimlich, aber jetzt musste er wieder hinter sich greifen und zwar diesmal auch unhaltbar.
Man hat dennoch Änderungen festgestellt in der Spielanlage der Dortmunder, die nämlich jetzt defensiver spielen und die auch mal den Ball zurück zu ihrem Torhüter befördern, um auf diese Weise wieder Luft zu gewinnen. Auf der anderen Seite vorne Burgsmüller im Mönchengladbacher Strafraum. Bitte schön. Okudera hat das 2:0 in der 60. Minute in Hamburg erzielt. Damit hat der Japaner wieder eins der wichtigsten Tore des 1. FC Köln in diesem Jahr erzielt. Okudera also 2:0 für Köln in Hamburg. Bitte schön. Machen wir also noch ein bisschen weiter in Düsseldorf. Das wissen jetzt die Spieler noch nicht. Aber man muss sich natürlich fragen, was nutzt dann hier die Torflut der Mönchengladbacher im Rheinstadion vor 40.000 Zuschauern, wenn die Kölner das Tore schießen auch nicht vergessen. Also Kulik auf der linken Seite, durchgespielt zu Simonsen. Simonsen wird dann gebremst von Huber und auch ich will zunächst mal meinen Redefluss bremsen. Nach genau einer Stunde Spielzeit 7:0 für Borussia Mönchengladbach. Allein 4 Heinkes-Tore zurück ins Funkhaus. Noch einmal zum Verkehr. Meine Damen und Herren, wir haben wieder eine Meldung für die Autofahrer auf der A45 von Gießen in Richtung Dortmund. Hier ist der Ihnen entgegenkommende PKW inzwischen wieder von der Fahrbahn heruntergefahren. Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt. Ja, danke schön. Wir gehen jetzt noch einmal, wohin gehen wir denn jetzt? Wollen wir nach Bochum gehen oder nach Bochum? Zu Armin Haufe, Bochum gegen Fortuna Düsseldorf. Spielstand bitte. Nach 63 Minuten nach wie vor 2:1. Eben hatten die Düsseldorfer die Chance zum Ausgleich, als Zimmer im Strafraum freigespielt wurde, aber er verzog den Ball in Richtung lange Ecke, dann vorbei am Gehäuse von Torhüter Mager. Es ist für einen letzten Spieltag, in dem es ja hier für beide Mannschaften nicht mehr so ganz um die berühmte Wurst geht, ein erstaunlich umkämpftes Spiel. Weiß Gott, kein Sommerfußball bei aber dergleichen Wetter. Man muss sagen, beide Mannschaften schenken sich nichts. Der VfL Bochum gewohnt hier vor eigenem Publikum sehr kampfstark aufs Tempo drücken. Fortuna Düsseldorf mehr mit spielerischen Mitteln Armin versuchen. Haufe. Ja, bitte. 8:0 Nielsen, 61. Minute im Spiel Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Bitte Armin Haufe. Ja, und diese Tore werden auch hier verfolgt, denn man sieht da und dort eine Rundfunkantenne blitzen und dann die lachenden, feixenden Gesichter. Und da wundert man sich halt doch mitunter nicht, wo die Sympathien liegen. Also hier im Kohlpott hält man es offensichtlich mit der Borussia. Die Bochumer wiederum müssen aufpassen, denn Fortuna Düsseldorf führt den Ball mit Zimmermann. Der sollte per Doppelpass wieder ins Spiel einbezogen worden, kommt in den Strafraum hinein, bleibt am Leder. Was pfeift Schiedsrichter Jensen aus Schönkirchen? Er zeigt an Freistoß für den VfL Bochum, als der hoch aufgeschossene, wuchtig gebaute Abwehrspieler der Düsseldorfer etwas hakelig im Zweikampf war. Dann legt er sich noch mit einem Gegenspieler an. Das ist an sich das Erstaunliche an dieser Partie, dass mit viel Nickeligkeit gespielt wird, dass man recht hart zu Werke geht. Angefangen hatten damit die Düsseldorfer, aber die Bochumer lassen jetzt auch nichts mehr zu wünschen übrig in dieser Hinsicht, wenn ich das mal in An- und Abführung sagen darf. Abel versucht den Ball ins Mittelfeld zu geben, hier weiter in 2:1 zurück ins Funkhaus. Ja, wir gehen gleich zum MSV Duisburg, aber vorher noch OSC Bremerhaven Union Solingen. 2:1 durch Schnars in der 52. und 3:1 durch Ohling in der 57. Minute. Bremerhaven, Solingen also 3:1. Jetzt Jochen Hagelert, bitte. Die Zeit rennt dahin, noch 25 Minuten zu spielen. Möglichkeit, Schuss! Aus vollem Lauf und waagerecht in der Luft liegen, nimmt Ronny Worm ein Zuspiel von Bücker und jagt es vielleicht einen Meter am Tor vorbei. 0:0 der Spielstand und hier kennt man ja das Ergebnis in Frankfurt. 25 Minuten hat der MSV Duisburg noch Zeit. 7:1 Punkte holte diese Mannschaft aus den letzten Begegnungen und auf einmal war man auf dem 6. Platz. Werden sie damit nicht fertig? Das scheint fast so, denn Schalke ist gleichwertig geworden und sie greifen an. Aber die Umsicht und die Routine der beiden Abwehrspieler Jakobs und Dietz verhindern, dass Abramczyk und Fischer hier wirkungsvoll auftreten. Am rechten Flügel jetzt Dietz, ihn hält es nicht mehr im 16-Meter-Raum. Er schießt nicht, er gibt weiter hinaus auf den rechten Flügel. Dort Seliger, angegriffen von seinen Fans, Schuss am Tor vorbei, plötzlich. Und fast nicht zu erkennen für den angreifenden Abwehrspieler, schießt er nicht mit rechts, sondern mit links, aber vielleicht 20 Meter über das bisher gut gehütete Tor von Torhüter Groß. 0:0 der Spielstand, zu spielen noch 23 Minuten im Wedau-Stadion, wieder zurück ins Funkhaus.
Ja, meine Damen und Herren, wir müssen natürlich jetzt wieder die beiden Spiele in Düsseldorf und in Hamburg verfolgen. Das werden wir jetzt auch tun. Wir werden gleich in Düsseldorf beginnen und dann Hamburg rufen. Aber für Sie, liebe Freunde, die Sie mit dem Bleistift arbeiten, 83-41 Torverhältnis des 1. FC Köln, 82-44 Torverhältnis von Borussia Mönchengladbach. Also die beiden Vereine trennen jetzt zurzeit 4 Tore. Bitte in Düsseldorf, Herbert Fassbender. 64 Minuten sind gespielt im Düsseldorfer Rheinstadion. Vor 40.000 Zuschauern steht es 8:0 für Borussia Mönchengladbach. Gerade hat der Mann, der 8-mal hinter sich greifen musste und einige Mal dabei sicherlich Kritik verdient, Peter Endrola hat sich auf den Ball geworfen und ihn gehalten. Er hat abgeschlagen. Der Ball ist bis zur Mittellinie auf Segler gekommen. Jetzt geht auf der rechten Seite auch Votava mit nach vorne. Und Wolfgang Frank, der hebt das Leder an den Torraum heran. Und Wolfgang Kleff im zweiten Zupacken hat er gehalten. Votava schoss ihn an, der Ball prallte ab. Dann warf sich der Mönchengladbacher Schlussmann noch einmal auf das Schussbein des Dortmunders und hat den Ehrentreffer der Dortmunder verhindert. Im Gegenzug schon wieder Christian Kulik. Und hinten wirft sich Huber quer über den Rasen rutschend in Richtung Schuss von Kulik. Nun Simonsen und Heinkes, der kaum zu bremsen ist. Auch Kulik heute wieder torgefährlich. Genauso wie auf der anderen Seite Nielsen, der ja ebenfalls schon 2 Treffer erzielt hat. Berti Vogts treibt wieder an. Wimmer auf der rechten Seite, aber Segler schirmt den Ball ab. Kann nicht verhindern, dass Wimmer noch einmal ihn anschießt und auf diese Weise den 8. Eckstoß herausholt für den deutschen Fußballmeister Borussia Mönchengladbach. 8 Ecken, 8 Tore. Und Wimmer mit der Nummer 8 hebt den Ball an den Elfmeterpunkt. Kopfball von Wittkamp, Nachschuss von Simonsen und Tor! Kalle Delhaye erzielt das 9:0. Meine Damen und Herren, ich hatte damals auch das Vergnügen, die 11 Tore am Birkelberg gegen Schalke zu schildern. Jetzt können es wieder 11 werden. Damals sagte unser Ü-Wagenfahrer, die schießen heute 11. Heute haben wir mit so einer Prognose wirklich nicht gerechnet. 9 Tore und wir sind in der 66. Spielminute. Ist das reell? Tun die Dortmunder zu wenig? Es ist unheimlich schwer für den Reporter, das zu beurteilen. Bei einigen Dortmundern, die mir aber ständig zu wechseln scheinen, hat man den gebremsten Schaum zu konstatieren. Und andere setzen sich sogar sehr robust und manchmal etwas ruppig ein. Das ist im Moment die Situation. 9:0 für Mönchengladbach. Zurück ins Funkhaus. Frage an Günther Maletzko. Wie sieht es in Hamburg aus? Nun, wir haben in Hamburg ein 2:0 und die Torschützen sind Ihnen inzwischen ja alle bekannt. Flohe und Okudera, 27. und 60. Minute. Jetzt gibt es für die St. Pauli-Mannschaft einen Eckstoß. Der ist nach innen gekommen, aber abgewehrt durch die Abwehr des 1. FC Köln. Die Kölner Mannschaft in diesem Spiel, in der zweiten Halbzeit, konzentrierter, nervenstärker. Jetzt allerdings Freistoß gegen den 1. FC Köln. Entfernung zum Tor, 25 Meter, halblinke Position. Und die Mannschaft des FC St. Pauli wird jetzt angefeuert von den Fans. Man will hier ein überraschendes Resultat erleben. 2:0 führt zwar Köln. Freistoß kommt nach innen. Auf das Tor! Unglaublich, unglaublich in diesem Augenblick, aber Torhüter Schumacher mit einer Glanzparade. Man soll ja diese Worte nicht immer noch weiter ausdehnen, aber der Torhüter hat eben hervorragend gehalten. Der Ball kommt nach innen. Demut Kopfball, Schumacher auf der Linie, lenkt über das Tor. Eckstoß von der rechten Seite. Eckstoß für die Mannschaft des FC St. Pauli. Und ungeahnte Kräfte werden jetzt auf einmal in diesem Zwischensport beim FC St. Pauli wach. Gegenangriff der Kölner eingeleitet auf der halbrechten Position. Flohe. Flohe, Strack, das sind die Stationen. Der Ball geht hinaus auf die rechte Position. Zuletzt berührt von einem St. Paulianer. Einwurf für die Domstädter. Und der Einwurf ist ausgeführt. 3, 4, 5 Spieler aus Köln da. Schuss auf das Tor und in das Tor! Flohe muss es gewesen sein. Flohe muss es gewesen sein. 3:0. 3:0 durch Flohe. Ein Linksschuss. Unhaltbar. Da war wirklich nichts zu machen. Ja, so wünschen wir uns den Flohe in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Frei gelöst. Vor allen Dingen auch immer wieder dann Anspielpunkt. Und dann ist der Ball da. Oder ist der Ball im Tor. Und es heißt im Hamburger Volksparkstadion 3:0 für den 1. FC Köln, 68. Spielminute. Meine Damen und Herren, wir blenden uns aus, wir geben zurück ins Studio. Es geht ja heute ganz schön locker vom Bock. 3:0 für den 1. FC Köln, das ist ein Torverhältnis von 84:41. 9:0 für Borussia Mönchengladbach, das ist ein Torverhältnis von 83:44.
Wir gehen einmal, damit wir uns auch ein bisschen am Herzen und zum Luftholen erholen können. Das ist ja fast ein Herzinfarktspiel. Gehen wir mal nach Frankfurt. Da geht's also für die Eintracht um sehr viel, nämlich um die Teilnahme am UEFA Cup. Sie spielt gegen Eintracht Braunschweig und wir rufen Joachim Böttcher. Erholen kann man sich wirklich hier bei diesem Spiel, aber ich glaube auch die Spieler erholen sich, denn viel gelaufen wird nicht, weder von den Braunschweigern noch von den Frankfurtern. Standfußball heißt die Devise und damit kann man natürlich die Zuschauer eher vom Platz verjagen, als sie für ein Spiel begeistern. Die Frankfurter trotzdem überlegen, sie führen weiter mit 2:0 und wenn es dabei bleibt und wenn es beim Unentschieden in Duisburg oder bei einem Sieg der Schalker dann einen UEFA-Pokalplatz für die Frankfurter geben könnte, dann sind sie also dabei, aber noch ist es ja nicht so weit. So schenkt man eigentlich hier auf den Rängen dem Spiel in Duisburg mehr Beachtung als dem Spiel jetzt hier der beiden Eintracht-Mannschaften. Die Braunschweiger in der zweiten Halbzeit ohne Breitner, der in den ersten 45 Minuten gut gefiel, der kluge Pässe schlug. Dann Borg spielt in den ersten 45 Minuten ebenfalls eine gute Partie, aber er wird jetzt meistens in der Defensive gebraucht, kann also nicht so oft sich mit in den Angriff einschalten. Aber auch die Braunschweiger drücken nicht mehr allzu sehr auf das Tempo, denn es geht für sie um absolut nichts mehr. Sie sind gesichert, sie können nicht absteigen, sie können keinen UEFA-Pokalplatz erreichen und somit ist also wirklich nicht mehr viel drin in dieser Begegnung. Die Frankfurter überlegen, obwohl vom Spielerischen auch nicht allzu viel Positives zu berichten ist. Grabowski, Nickel, Hölzenbein, er schoss ja ein herrliches Tor, jetzt mit dem Ball am Fuß in die Mitte hinein, da hat er Grabowski freistehen sehen, der drängelt sich an 2-3 Spielern vorbei, bleibt aber dann noch hängen und schließlich noch einmal Nickel, der ja noch keinen Vertrag bei den Frankfurtern hat, der ja auf der Transferliste steht, er dann weiter zu Grabowski und Hölzenbein auf die rechte Seite hinüber, da steht Neuberger, nimmt den Ball direkt aus der Luft an, obwohl er Zeit gehabt hätte, schießt über das Tor, es bleibt beim 2:0 für die Frankfurter, zurück ins Funkhaus. Ja, wir müssen jetzt hier ein bisschen stricken. Wir wissen noch nicht so richtig, wo wir hingehen sollen. Nach Mönchengladbach, das heißt nach Düsseldorf oder nach Hamburg. Wir meinen, dass wir jetzt erstmal Mönchengladbach rufen in Düsseldorf und dass wir dann uns im Spiel der St. Paulianer gegen den 1. FC Köln einblenden. Dort bleiben, dort steht es knapper und ihnen die Tore aus Düsseldorf, für den Fall, dass doch noch welche fallen, immer zwischendurch hineinblenden. Also fangen wir mal in Düsseldorf an, vielleicht haben wir Glück. Herbert Fassbender. 18,5 Minuten hat Borussia Mönchengladbach noch Zeit, um das Unmögliche möglich zu machen. Aber unmöglich ist ja schon der derzeitige Trefferstand. 9:0 führt der deutsche Fußballmeister, der noch Titelträger ist. Wie lange noch? Fragen sich bestimmt 40.000 Zuschauer, die jetzt einen Angriff der Dortmunder mit Burgsmüller sehen. Dann kommt die Flanke von Schneider, aber Wolfgang Frank zum wiederholten Male in Abseitsposition. Der Linienrichter zeigt dies an und Schiedsrichter Biversi erkennt auf Freistoß für Borussia Mönchengladbach. Die Mönchengladbacher haben in der Tat alles gegeben, ohne einen ihrer Besten, ohne den Verletzten Rainer Bonhoff. Und sie kommen jetzt mit Hannes wieder über die Mittellinie nach vorne. Auf der linken Seite übernimmt Wolos. Wolos schlägt einen Pass auf Simonsen. Simonsen jetzt schon am Strafraumrand. Dort sucht man immer wieder den viermaligen Torschützen Jupp Heynckes. Je zweimal waren Nielsen und Del Haie erfolgreich und einmal traf Herbert Wimmer in seinem wahrscheinlich letzten Spiel. Jetzt wird Nielsen festgehalten. Spielt den Freistoß selbst auf die linke Seite zu Wolers. Dessen Flanke kommt aber für den kleinen Kalle Del Haie um etwa 20 Zentimeter zu hoch. Und so geht das Leder ins Tor aus und Borussia Dortmund kann abschlagen. Peter Endrulat wird dies selbst tun. Ich verstehe Otto Rehhagel nicht, den Trainer, der diesem jungen Nervenbündel den Vorzug gegeben hat vor Bertram, dem Routinier, im Tor der Dortmunder Borussia. Meine Damen und Herren, es sind noch 17 Minuten zu spielen. Im Rheinstadion vor 40.000 Zuschauern führt Borussia Mönchengladbach mit 9:0 gegen den Namensvetter aus Dortmund. Wir geben zurück ins Funkhaus. Ja, gleiches Recht für alle. Jetzt wollen wir den 1. FC Köln hören, wie er in Hamburg spielt. Dort berichtet Günter Maletzko ununterbrochen nonstop im norddeutschen Rundfunk. Wir gehen beim Spielstand von 3:0. Aha. Wir werden gleich also einsteigen. Ich muss Ihnen erst noch sagen, dass Dietz für den MSV Duisburg das 1:0 erzielt hat gegen Schalke 04 in der 70. Minute. Und jetzt gehen wir beim Spielstand von 3:0 für den 1. FC Köln gegen den FC St. Pauli in die laufende Reportage von Günter Maletzko. Langsam schleichen wir uns da hinein. Dieses Spiel entscheiden können, wenn St. Pauli angriff. Jetzt gegen Angriff von St. Pauli Hamburg in der Mittelstürmerposition. Abspielfehler von Gerber. Und so kann der 1. FC Köln aus der eigenen Hälfte heraus wieder angreifen. Ob Podera
auf Linksaußenpositionen zu Flohe. Flohe dann hinaus auf die rechte Seite. Dort drüben erkenne ich in diesem Augenblick wohl Dieter Müller. Müller ist jetzt im Mittelzentrum. Dort drüben Sturz bei ihm. Der Ball kommt nach innen. Müller steigt hoch. Sturz. Noch eine Möglichkeit für den 1. FC Köln. Verstolpert durch Kullmann, der hier lange und auch schnelle Spurts zeigt, aber doch ein wenig überhastet war und den Ball nicht mehr drehen konnte. Sonst hätten wir hier in diesem Spiel das 4:0 einfangen können. Noch sind 15 Minuten im Hamburger Volksparkstadion zu spielen und die Fußballmannschaft des 1. FC Köln führt im letzten Meisterschaftsspiel hier in Hamburg mit 3:0 gegen einen FC St. Pauli, der hier sehr, sehr stark aufspielte, besonders in den ersten 25 Minuten, wenig Respekt vor dem großen Gegner hatte und auch selbst sich Chancen herausspielte. Wieder St. Pauli, Pfalzer scheitert aber in diesem Augenblick an Herbert Zimmermann. Der Ball rollt ins Tor aus und es gibt jetzt einen Eckstoß von der rechten Seite für St. Pauli Hamburg im Regen von Hamburg. Und der Eckstoß wird ausgeführt von der rechten Seite. Geht hinter das Tor, keine Gefahr für den 1. FC aus Köln. Die Kölner Mannschaft hat hier in den letzten 25 Minuten tatsächlich sehr starke Positionswechsel gezeigt. Auch das Flügelspiel war zu erblicken. Dann gab es einige Doppelpässe. Hinzu kam auch ein sehr, sehr schnelles Umschalten von Abwehr auf Angriff, läuferische Überlegenheit und auch Zweikampfstärke. Wieder hat Flohe den Ball am Fuß, schöner Pass hinaus. Zimmermann ist mitgelaufen, der Außenverteidiger, und dann gebremst durch Falze, der zurückgibt zu Torhüter Rynjo, der müsste abschlagen. Ja, die Bereitwilligkeit bei jedem einzelnen Kölner Spieler ist hier zu sehen. Ständig freien Raum suchen, nach vorn gehen, Verwirrung stiften, entscheidende Tore zu erzielen. Das ist die Devise des 1. FC Köln hier in diesem Spiel. Und die Kölner Mannschaft führt mit 3:0, ist also auf Meisterschaftskurs 1978. Und wie lange hat man denn in Köln darauf gewartet? 1962, dann 1964. Das war zum letzten Mal und jetzt schreibt man 1978. Oft war der 1. FC Köln favorisiert in eine Meisterschaftssaison hineingegangen, aber dann ist vieles schief gelaufen. Aber unter Trainer Hennes Weisweiler ist ja in den letzten beiden Jahren in Köln sehr viel erreicht worden. Und wenn ich Ihnen sage, meine Damen und Herren, nach dem Gewinn der deutschen Fußball-Pokalmeisterschaft im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr, jetzt wahrscheinlich der deutsche Titel 1978, das berühmte Double, das ja bisher in Deutschland lediglich 1937 Schalke 04 und 1969 der FC Bayern München erreicht hat. Ja, wir haben wieder ein Tor in Düsseldorf zu melden. Torverhältnis jetzt Köln 84-41, Borussia Mönchengladbach 84-44. Herbert Fassbender. In der 77. Minute erzielt Jupp Heynckes vor 40.000 Zuschauern das 10:0. Wer hätte ein solches Resultat für möglich gehalten? Der 5. Treffer für Jupp Heynckes, der damit in dieser Saison auf 18 Tore kommt. Der Mann, der jetzt einen Treffer weniger hat, Allan Simonsen, Europas Fußballer des Vorjahres, wurde eben ausgetauscht gegen Ewald Lienen. Sie wissen, Simonsens lange Verletzung, genauso wie die Blessuren und die Operation von Jupp Heynckes, haben sicherlich viel dazu beigetragen, dass Mönchengladbach in dieser Saison nicht immer so spielen konnte, wie beispielsweise heute. Jetzt wird Heynckes gefeiert, aber was wird das noch nutzen? Immerhin noch 12 Minuten zu spielen. Gerade ein Eckball für Borussia Dortmund. Kurz gespielt zu Werner Schneider. Dann noch einmal Votava, aber Berti Vogt ist schneller. Befördert das Leder sofort wieder an die Mittellinie. Zu Jupp Heynckes, der spielt heute wie entfesselt. Leitet auch jetzt trotz Bedrängnis weiter auf Kulik. Kulik auf der linken Seite in Strafraumhöhe. Jetzt müsste er flanken. Da kommt die Flanke zu Herbert Wimmer. Und kann der den Ball nehmen? Er konnte ihn nur mit der Brust, aber nicht mit dem Fuß nehmen. Und damit war ein erfolgversprechender Schuss natürlich nicht möglich. Gegenzug der schwarz-gelben Dortmunder Borussia läuft über Burgsmüller. Der ist mir positiv aufgefallen. Genauso wie sicherlich hinten Amann Theis, der Vorstopper. Aber zwischen diesen beiden Positionen gab es sicherlich heute viel Lustlosigkeit im Dortmunder Team. Meine Damen und Herren, das muss trotz des glanzvollen Spiels von Borussia Mönchengladbach auch einmal der Deutlichkeit halber festgestellt werden. 5 Tore von Heynckes, je zweimal Nielsen, Del Haie und einmal Wimmer. So heißen die Torschützen beim 10:0 nach nunmehr genau 79 Spielminuten. Mönchengladbach noch einmal im Angriff, aber ich gebe wieder zurück ins Funkhaus. Ja, nur der Ordnung halber.
Topmöller hat das 5:0 des 1. FC Kaiserslautern gegen Bayern München erzielt. Auch das ist ein Ergebnis, das wahrlich nicht der reinen Papierform entspricht. 2:0 übrigens Arminia Bielefeld im wichtigsten Spiel der zweiten Fußball-Bundesliga, 78. Minute durch Köstner gegen Westfalia Herne. Wir schleichen uns wieder ganz vorsichtig in Hamburg in das Volksparkstadion hinein. Günter Maletzko spricht, es steht 3:0 nach wie vor für den 1. FC Köln. Für den 1. FC Köln im Hamburger Stadion melden können. Tune Hansen gegen Van Gool, gegen den Rechtsaußen des 1. FC Köln in den ersten 20 Minuten recht stark. Demuth gegen Kullmann, auch hier haben wir interessante Zweikämpfe gesehen. Meistens hat der Hamburger hier die Oberhand behalten. Und dann muss ich auch noch Oswald gegen Neumann erwähnen. Aber mit zunehmender Spieldauer hat sich Neumann hier eine weitaus bessere Position an diesem Nachmittag herausgeholt. Und auch Blaue gegen Flohe. Hier konnte jedoch der Kölner mehr und mehr doch mit zunehmender Dauer sein Spiel finden und auch zu seinen Gunsten entscheiden. Die Fans im Hamburger Stadion, soweit sie aus Köln nach Hamburg angereist sind, man sagt etwa 10.000 Zuschauer, begeben sich jetzt mehr in die mittlere Bahn. Dort drüben, wo die Tribüne zwar die Fußballfans aus den einzelnen Kurven nicht aufnehmen kann, aber man kommt von oben nach unten, um dabei zu sein, wenn die deutsche Fußballmeisterschaft hier in die entscheidende Phase tritt. Es ist zu sagen, dass ja in Hamburg nicht die berühmte Salatschüssel ausgeteilt wird. Wir haben wiederum eine Spielunterbrechung. Die Meisterschale, meine Damen und Herren, sie wird erst dann nach Köln oder nach Mönchengladbach gebracht, wenn alles klar ist. Hier in Hamburg gibt es lediglich auf dem Rasen für den neuen deutschen Meister durch eine DFB-Delegation Blumen. Wilhelm Neudecker, der Vorsitzende des Liga-Ausschusses, ist in Hamburg. Walter Baresel, der Spielaus-Vorsitzende. Jetzt geht das Spiel weiter. Aus der eigenen Hälfte greift der 1. FC Köln an. Und die Kölner Mannschaft hat jetzt einen Auswechsel vorgenommen. Simmet ist ins Spiel gekommen, Flohe hinaus, also ein Wechsel jetzt beim 1. FC Köln und die Kölner Mannschaft greift an, Mittelstürmerposition. In diesem Augenblick kann der FC St. Pauli diesen Angriff der Kölner erneut abwehren. Winkler sehr stark hinaus auf die rechte Seite. Ein sehr langer, ein schöner Pass, der kommt hinaus zu Demuth. Demuth in Rechtsaußenposition und hat unterbunden in diesem Augenblick. Und es gibt einen Einwurf, keinen Freistoß. Und Strack hat diesen Einwurf ausgeführt, schnell nach vorn. Zimmermann läuft mit, Zimmermann hinaus zu Apodera. Der Mann aus Japan in Linksaußenposition. Diesmal kann er sich lösen gegen Box, hat den Ball am Fuß. Schöne Flanke nach innen, Kopfballmöglichkeit. Aber da steigt Van Gool doch ein wenig zu spät hoch. Der Ball hat eine andere Flugbahn genommen. Und so ist aus diesem Flankenball nichts geworden. Gegenangriff durch den FC St. Pauli. Der Ball wird hinausgespielt auf die rechte Seite. Auf der Rechtsaußenposition erkenne ich die St. Paulianer. Demuth könnte noch in diese Schussbahn hineinkommen, kommt aber zu spät. Zurückgespielt zu Harald Schumacher, der 24-jährige Torhüter, der es also doch nicht geschafft hat, noch in die Nationalmannschaft hineinzukommen, nachdem ja für ihn die anderen Spieler Meier, Franke und Targus bevorzugt wurden. Auch Budenski ist noch hinzugestoßen, aber Schumacher hat eine große Torhüter-Saison 1978 geleistet. Gegenangriff von St. Pauli, Spiel im Mittelfeld, Ballverlust durch Libero Gerber, der den Ball aufnimmt, nach vorn gibt und in der Mittelstürmerposition greift dann in diesem Augenblick die Kölner Mannschaft an. Steil nach innen gegeben, Schuss auf das Tor und Tor durch Kullmann. Tor durch Kullmann, 4:0 für den 1. FC Köln gegen den FC St. Pauli Hamburg. Und jetzt wird wohl auch noch der Letzte, der immer noch gezweifelt hat, munter und schwenkt drüben die Fahnen. Der FC St. Pauli Hamburg wird doch noch hochgeschlagen in diesem Meisterschaftsspiel. 4:0 führt der 1. FC Köln durch das Tor von Kullmann. Eine glänzende Einzelleistung des Kölner Nationalspielers. Damit ist die Entscheidung der Fußballmeister 1978, man kann es ruhig jetzt schon sagen, hier in Hamburg wohl gekürt. Ja, das können wir von hier aus unterstreichen. Günter Maletzko hat sicherlich recht, denn in den verbleibenden Minuten sind die 4-Tore-Vorsprung, die der 1. FC Köln jetzt wieder vor Borussia Mönchengladbach hat, wahrscheinlich doch nicht mehr zu holen. Oder, Herbert? Ich glaube, das weiß man auch auf der Bank des noch amtierenden deutschen Fußballmeisters Borussia Mönchengladbach. Denn im Düsseldorfer Rheinstadion sind noch 6 Minuten zu spielen. 10:0 führt immerhin Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Und die Mönchengladbacher greifen unverdrossen weiter an. Sie bauen allerdings jetzt zunächst einmal auf über Kleff und Vogts, den Kapitän, der auch heute wieder der unermüdliche Angreifer war. Jetzt hat er auf
Hannes gespielt. Hannes, der Vorstopper, geht mit nach vorne. Rechts draußen bietet sich Wimmer an. Da ist der Ball bei Wimmer fast gelandet, muss man sagen. Denn zunächst einmal kann hier Meier dazwischen gehen. Aber Wimmer heute mit einer ganz großen Partie kann dennoch flanken. Und jetzt die Möglichkeit für Nielsen. Der schießt aber nicht selbst, sondern überlässt dann noch einmal Lienen, der ja eben eingewechselt wurde für Simonsen, den Ball. Aber auch der kommt nicht zum Schuss. Es gibt viel Beifall hier im Düsseldorfer Rheinstadion für eine bravourös, aber nun doch mit Sicherheit vergeblich kämpfende Mönchengladbacher Borussia, die in diesem Augenblick immerhin den 11. Eckball erkämpft. Nach Toren steht es 10-0. Vielleicht folgt jetzt das 11. Drüben auf der linken Seite legt sich Wohlers den Ball zurecht. Jetzt nimmt er Anlauf, hebt das Leder mit dem rechten Fuß in Richtung Elfmeterpunkt. Zunächst eine Kopfballabwehr von Wagner und der hat den Ball dann auch unter Kontrolle gebracht und zu Votava gespielt. Jetzt läuft Segler mit, hat die Mittellinie überdribbelt, verliert dann aber das Duell gegen Hannes, der zurückspielt zu Kleff. Kleff weit vor seinem Tor, noch einmal nach vorne auf Hannes. Sofort geht es wieder schnell in den Angriff der Mönchengladbacher. Kulik heißt die nächste Station. Der läuft mit dem Ball am Fuß, ist am Strafraumrand, lässt dann liegen und jetzt habe ich das Kommando gehört. Zurück, bitteschön. Ja, 5-0 heißt es in Hamburg. Okudera wieder einmal. Und jetzt zeigt sie erst, was der Japaner für den 1. FC Köln wert ist. Wir schleichen uns wieder in die Reportage in Hamburg ein und wollen jetzt beim deutschen Fußballmeister, dem 1. FC Köln, jetzt kann man es sagen, bleiben. Nach Hause gefahren. Ich will aber noch einmal hinunterschalten zum Innenraum. Ja, wir melden uns hier und ich glaube, Hennes Weisweiler, dem jetzt die Freude im Gesicht steht, wird uns sagen, Herr Weisweiler, ist die Spannung jetzt vorüber? Nicht, es sind noch 3 Minuten zu 4 Minuten zu spielen. Hennes Weisweiler, noch 4 Minuten haben Sie jetzt an die deutsche Meisterschaft. Noch immer nicht. Warum nicht? Also Skepsis noch bei Hennes Weisweiler, dessen Konzentration im Gesicht noch nicht nachgelassen hat. Aber man sieht ihm doch merklich an, dass er mit diesem 5-0 zufrieden ist. Es ist ja höher ausgefallen, als man vorher damit rechnen konnte. Und für die letzten 2-3 Minuten wieder hoch zu Günter Maletzko. Der FC St. Pauli hat einen Ball von Dieter Müller abgefangen und kann aus der eigenen Hälfte einen Angriff aufbauen. 11-0 Lienen in der 86. Minute für Borussia Mönchengladbach. Aus der alten Hälfte dann hinaus auf die rechte Position, wo St. Pauli Hamburg nicht in der Lage ist, doch noch das Ehrentor zu erzielen. Trotz allem, und das muss man hier an diesem Nachmittag sagen, der Absteiger aus der Fußball-Bundesliga, der FC St. Pauli, hat sich wacker geschlagen. Er hat für einen spannenden Fußballtag in der Bundesrepublik gesorgt. Er hat hier in diesem Spiel in den ersten 25 Minuten vieles offen gelassen. Nach 30 Minuten, nach 45 Minuten nur 1-0 Führung für den 1. FC Köln. Und Gegenangriff durch Herbert Zimmermann. Die Kölner ganz in roter Spielverteilung. Schuss nach innen abgewehrt von Rünjo. Nachschussmöglichkeit durch Van Gool, auch Dieter Müller. Aber die Spieler aus St. Pauli Hamburg bemühen sich, um nicht hier noch einen weiteren Treffer hinzunehmen. 0-5 und ich kann Ihnen die Tore sagen. 0-1 Flohe, 27. Minute. 0-2 Okudera, 60. Minute. 0-3 Flohe, 68. Minute. 0-4 Kullmann, 83. Minute. 0-5 Okudera in der 86. Spielminute. Und St. Pauli führt den Ball am Fuß. Ist in der Hälfte des 1. FC Köln. Dort allerdings wiederum eine sehr starke Abwehr. Libero Roland Gerber mit Kopfabwehr. Der Ball kommt nach innen zurückgegeben. Nein, der Ehrentreffer will nicht gelingen. Das Missverständnis in der Kölner Deckung kann nicht ausgenutzt werden. Es bleibt beim 5-0 für den 1. FC Köln beim FC St. Pauli Hamburg. Aber ein Kölner Spieler hat sich verletzt. Ich kann im Augenblick wirklich nicht sagen, wer es ist. Doch in diesem Augenblick erkenne ich die Nummer 4. Das ist also Vorstopper Stadt. Das Spiel müsste aber weitergehen. Jeden Augenblick ist diese Partie zu Ende. Noch genau 60, ja vielleicht noch 90 Sekunden mögen es sein, die im Hamburger Volksparkstadion zu spielen sind. Und der neue deutsche Fußballmeister 1978 heißt 1. FC Köln. Die große Substanz der Kölner Mannschaft machte sich hier in der zweiten Halbzeit bemerkbar. Die besseren, die stärkeren Einzelkönner. Aber St. Pauli Hamburg gibt nicht auf. Rechtsschuss in diesem Augenblick durch Falzer, der streicht am Tor vorbei und es gibt einen Abstoß vom Tor des 1. FC Köln. Großer Zahltag für die Kölner. Morgen großer Tag in Köln, Empfang um 15.30 Uhr im Rathaus, anschließend Umzug durch das Zentrum von Köln bis zum berühmten Geißbockheim, wo um 18 Uhr ein weiteres Meeting vorgesehen ist.
Die Meisterschale, die berühmte alte Salatschüssel, wird allerdings dann erst morgen durch einen DFB-Kurier am Bestimmungsort eintreffen, hier in Hamburg. Da wird man mit Blumen vorlieb nehmen müssen, aber bitte, das Große ist ja erreicht. Schrack scheidet in diesem Augenblick aus. Er hat sich also doch eine Verletzung zugezogen und so wird es doch noch einen Wechsel hier in diesem Spiel geben bei der Kölner Mannschaft. Jeden Augenblick muss die Partie im Hamburger Volksparkstadion beendet sein. Drüben umlagert die Trainerbank des ersten FC Köln und auch Trainer Hennes Weisweiler, der das große Ziel doch realisiert hat. Gewinn der deutschen Fußballmeisterschaft 1978. Hein ist in die Mannschaft gekommen für den verletzten Strack. Jeden Augenblick, meine Damen und Herren, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie die Kölner Fußballfans dort drüben bereitstehen, um den großen Jubelschrei hier in Hamburg anbringen zu können für den ersten FC, der am letzten Spieltag die deutsche Fußballmeisterschaft in die Domstadt holt. Jener Traditionsverein, der ja viele Jahre favorisiert in die Meisterschaft hineinging, aber kein großes Stehvermögen hatte. 1978 ist es soweit. Der FC St. Pauli fightet weiter. Der FC St. Pauli greift weiter an. Der FC St. Pauli bemüht sich um ein Tor in einem wichtigen Spiel. Zum letzten Mal steht man im großen Rampenlicht der Fußball-Bundesliga. Keiner weiß, was aus dieser Mannschaft werden wird in der kommenden Saison. Eins steht fest, man hat eine Lizenz für die zweite Liga. Aber wie der sportliche Weg geht, nachdem viele Profis weggehen, das weiß man nicht. Gegen Angriff des ersten FC Köln gibt es das sechste Tor. Der schnelle Japaner wieder in Linksaußenposition. Mit dem rechten Fuß nach innen gegeben. Flohe, nicht mehr dabei. Jetzt Müller, Schuss. Dreht sich, kann das Leder nicht ins Tor hineinbringen. Es bleibt beim Spielstand von 5:0 für den ersten FC Köln gegen den FC St. Pauli Hamburg. Schiedsrichter Walter aus Würzburg blickt auf die Uhr. Er hat aber noch nicht abgepfiffen in diesem Finale der deutschen Fußballmeisterschaft 1978. Nachdem ja, das muss man sagen, zum ersten Mal die Bundesliga dieses spannende Finale erlebte. Noch nie wurde die Meisterschaft durch die Tordifferenz ermittelt. Jetzt ist es soweit. Der erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978. Gewinnt im Saisonfinale in Hamburg beim FC St. Pauli Hamburg mit 5:0. Der Sieg von Borussia Mönchengladbach war ein Pyrrhus-Sieg. Bis wir dann die Schaltung nach unten haben, einmal ganz kurz ins Stadion. Oder kann Rüdiger Sühlen sich schon melden? Ja, wir sind hier auf dem Spielfeld und wir beobachten 11 jubelnde Kölner, die sich umarmen, die sich beglückwünschen, die sich freuen, dass sie deutscher Fußballmeister geworden sind. Und ich glaube, in diesem Jubel jetzt einen der Spieler überhaupt ans Mikrofon zu bekommen, ist äußerst schwierig, denn jetzt laufen sie natürlich zu Hennes Weisweiler. Jetzt fallen sie ihm um den Arm und jetzt beglückwünschen sie ihn zur Fußballmeisterschaft 1978. Und neben mir steht Hennes Löhr. Herr Löhr, herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft. Ein Spieler, der in der Bundesliga einige hundert Spiele gemacht hat. Hennes Löhr ist überglücklich vor Freude. Ihm kommen fast die Tränen und er ist gar nicht in der Lage, jetzt etwas zu sagen. Aber wir halten ihm einfach das Mikrofon einmal hin. Komischen Umständen da so hoch gewinnen konnten in Dortmund. Und das war unsere richtige Antwort, dass wir hier so hoch gewonnen haben. Hallo, was empfindet man jetzt? Jubel, Freude, Triumph ein bisschen? Ja, sicher. Ich freue mich ganz besonders, dass wir auf das Ergebnis von Gladbach so gut kontern konnten. Haben Sie mit einem so klaren Sieg hier gerechnet? Nein, habe ich nicht mit gerechnet. Ja, das wäre es zunächst einmal, aber ich glaube, ich kann noch ganz schnell einmal Hennes Löhr ans Hennes Weisweiler ans Mikrofon holen. Herr Weisweiler, ein... Jetzt gibt es erstmal einen Glückwunsch zwischen dem Präsidenten und dem Trainer. Es ist natürlich klar, dass bei so vielen Reportern, die ihn hier umarmen und die ihm glückwünschen, nicht das Richtige einfällt. Und wir geben jetzt, glaube ich, zunächst einmal, bis hier die Hektik sich einigermaßen gelegt hat, ins Studio nach Hamburg. Ja, das Spiel in Düsseldorf, das interessiert Sie jetzt noch, endete 12:0 für Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Dennoch durch das 5:0 des ersten FC Köln beim FC St. Pauli sind die Mönchengladbacher an der deutschen Meisterschaftsspitze abgelöst worden. Der neue deutsche Fußballmeister heißt erster FC Köln. Glückwünsche vom Funkhaus in das Geißbockheim in Köln-Müngersdorf. Glückwünsche zum deutschen Meister und zum Pokalsieger, der 3 Tore mehr schoss, der 3 Tore besser war in der Endabrechnung als Mönchengladbach. 86:41, 86:44, das ist die Endbilanz. Musik.
jedes Jahr vor Eisbock-Meisterschaft. 18 Buhre hatten dort ihr Böck rangeschafft. Sie waren bestens präpariert im dollsten Sportler-Dress. Der Bock gut wies, der uns gehört, der wohnt direkt als Gess. Hey, wir werden Meister! Unser Bock ist Meister. Für alle Putz. Unser Bock ist Meister. Mehr handelt ja gewusst. Unser Bock ist Meister. Für alle Putz. Unser Bock ist Meister. Mehr handelt ja gewusst. Hölzebein hat überhaupt keine Chance. Ne Floh in seine Fels gesetzt, brat ihn aus der Balance. Dann der zweite Jechner hat Muckis wie ne Bär. Doch unsere Hennes im Ruckzuck verputzen als Dessert. Hey, wir werden Meister! Unser Bock ist Meister. Hätte alle Putz. Unser Bock ist Meister, mehr handelt ja gewusst. Unser Bock ist Meister, hätte alle Putz. Unser Bock ist Meister, mehr handelt ja gewusst. Der Kaiserbock kräht gerade Föß und hätte Gruff gekratzt. Und kräht der schwarzen Bock aus Bayern eine für den Latz. Der Terrier, der Abwehrbock, der macht ihn jetzt nervös. Doch wer soll uns als Schlare bestimmt nicht das Gemüse. Hey, ja, wir sind Meister. Unser Bock ist Meister. Hätte alle Putz. Unser Bock ist Meister. Mehr handelt ja gewusst. Unser Bock ist Meister, hätte alle Putz. Unser Bock ist Meister, mehr handelt ja, mehr handelt ja, mehr handelt ja gewusst. So feiern die Kölner ihre deutsche Meisterschaft. Haben wir noch Rotlicht? Ich wollte sagen, wir haben eben also mit den Kölnern die deutsche Meisterschaft besungen. Wir gehen jetzt wieder ins Stadion, denn dort unten soll jetzt angeblich Hennes Weißweiler am Mikrofon sein. Hier in Konkurrenzfunktion auftreten, das, was seine Bayern nicht geschafft haben, das kann er jetzt durchführen, und zwar den Spielern. Es ist Toni Schumacher, dem Torwart, diesen Blumenstrauß zu überreichen. Der Pokal, der Topf wird ja erst später überreicht werden können, und ich bedauere es eigentlich ein bisschen, dass hier die Absperrung überhaupt nicht geklappt hat, dass jetzt die vielen, vielen Kölner Fans sich bei dieser Siegerehrung breit machen. So möchte ich es einmal sagen. Vielleicht gelingt es mir jetzt, Herrn Neudecker an das Mikrofon zu bekommen, um ihm vielleicht zu bitten, etwas zu dem neuen deutschen Meister zu sagen. Herr Neudecker, ein Wort. Ja, das wissen wir alles schon, was der Herr Neudecker jetzt sagt, und das wollen wir auch alles unterstreichen. Der 1. FC Köln ist ein würdiger deutscher Meister. Er hat auch in der direkten Begegnung mit Mönchengladbach einmal in Mönchengladbach gewonnen und in Köln unentschieden gespielt. Aber Sie interessieren ja auch noch die 34. und letzte Spielrunde mit den anderen Ergebnissen. Dabei schlug der VfL Bochum Fortuna Düsseldorf mit 2:1. Hertha BSC schlug den HSV mit 3:2. MSV Duisburg schlug Schalke 04 mit 1:0. 1860 München schlug den 1. FC Saarbrücken mit 2:0. Eintracht Frankfurt schlug Eintracht Braunschweig mit 2:0. Der 1. FC Kaiserslautern schlug Bayern München mit 5:0. Der VfB Stuttgart schlägt Werder Bremen 2:0. Der FC St. Pauli unterliegt dem 1. FC Köln 0:5. Und Borussia Mönchengladbach schlägt Borussia Dortmund mit 12:0. Es fielen also 37 Tore vor 210.000 Zuschauern am letzten Spieltag. 8 Heimsiege und ein Gästeerfolg waren ausschlaggebend für den letzten Tabellenstand, den der 1. FC Köln anführt vor Borussia Mönchengladbach. Beide Mannschaften haben 48:20 Punkte, haben sich großartig geschlagen und haben erst in der Endabrechnung im harten Clinch durch 3 Tore Unterschied zugunsten des 1. FC Köln die Meisterschaft unter sich ausgemacht. 8 Punkte später folgt dann Hertha BSC Berlin. Der 1. FC Köln also mit dem Glückwunsch, den ihm alle Fußballfans sahen, im Meistercup
von Europa. Borussia Mönchengladbach, der tapferen unterlegene Mannschaft, dem eben entthronten deutschen Fußballmeister im kommenden Jahr, Mitglied im UEFA Cup. Ein Cup, das die Mönchengladbacher ja schon einmal gewonnen haben, den die Mönchengladbacher schon einmal gewonnen haben, als einzige deutsche Mannschaft bisher. Auch Hertha BSC Berlin wird als Dritter mit 40-28 am UEFA Cup teilnehmen. Der VfB Stuttgart, die Neulingsmannschaft, ist Vierter geworden. Hervorragende Leistung auch bei ihr. Herzlichen Glückwunsch mit 39-29. Ebenso wie Fortuna Düsseldorf 39-29. Zwei Mannschaften, die viel weiter gekommen sind, als man es am Anfang der Saison gedacht hat. Stuttgart also nimmt teil am UEFA Cup. Fortuna Düsseldorf wird den ersten FC Köln beim Pokal, der Pokalsieger, vertreten. Die Düsseldorfer Mannschaft wird nach langer Zeit wieder einmal an einem internationalen Wettbewerb teilnehmen. Ebenso der MSV Duisburg, der als Sechster mit 37-21 Punkten am UEFA Pokal teilnimmt. So kurz gekommen sind auf dem 7. und 8. Rang Eintracht Frankfurt und der 1. FC Kaiserslautern, die jeweils 36-32 Punkte haben. 9. und 10. mit jeweils 34-34 ausgeglichene Bilanz. Zwei Mannschaften, die mit sehr viel Vorschusslorbeeren in diese Meisterschaft gingen und die oft als Favorit genannt waren. Schalke 04 und der Hamburger SV. 33-35 hat als 11. Borussia Dortmund. 12. ist Bayern München mit 32-36, 13. Braunschweig mit derselben Punktzahl. Bochum ist mit 31-37 14. geworden, eine Mannschaft, die lange gegen den Abstieg kämpfte und sich dann doch noch überzeugend aus diesem Abstiegsstrudel rettete. 15. Bremen, 31-37, für sie gilt dasselbe für diese Mannschaft, abgestiegen sind. Und diesen Mannschaften sagen wir auf Wiedersehen, auf bald in der Bundesliga, denn sie haben ihr Publikum gehabt und sie haben auch streckenweise gute Spiele gezeigt, aber offenbar noch nicht die Kraft und die Routine gehabt, um mitzumischen. 16. München, 60 bei 22-46, 17. Saarbrücken, 22-46 und letzter St. Pauli mit 18-50. In der Torschützenliste Gerd Müller, Bayern München, und Dieter Müller vom 1. FC Köln. Beide 24 Punkte. Topmüller hat 21, ist Dritter. Burgsmüller und Fischer von Schalke, beide haben 20 Punkte. Und Sechster ist Heinkes geworden aus Mönchengladbach, der 19 Tore erzielt hat.